Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres humanistischen Salons. Schön, dass Sie trotz Eis und Schnee hierher gefunden haben. Ja, es ist Winter geworden und ja, es gibt dennoch den anthropogenen CO2-Anstieg in der Atmosphäre und einen Klimawandel, der sich nicht überall sofort und nicht überall schädlich auswirkt, aber der trotzdem allerlei durcheinanderwirbelt. Der Mensch, so scheint es, belastet und zerstört die Biosphäre, von der er lebt. Und haben wir es nicht immer wieder gehört in den letzten Jahrzehnten? Wir richten die Erde zugrunde, wir haben keine zweite im Gepäck. Der Mensch ist ein Irrläufer der Evolution, ein Fluch für seine Mitwelt. Er schadet allen und sich selbst. Und es würde daher nicht schaden, wenn er ausstirbt, denn der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht den Menschen nicht. Und überhaupt, wie kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Humanisten stellen den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen und vertrauen auf Bildung, Entwicklung und Fortschritt. Wie lassen sich ökologische Herausforderungen und humanistisches Menschenbild in Einklang bringen? Darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken und wir haben ein ebenso engagiertes wie kompetentes Referentenduo dafür gewonnen, Monika Griefahn und Michael Braungart. Herzlich willkommen in Nürnberg. Zu unseren Gästen gleich noch mehr. Zunächst zum Ablauf. Im ersten Teil bis zur Pause hören wir im Format Casino der forschen Rede die Präsentation des Cradle-to-Cradle-Konzepts, das als Meilenstein im Ökodiskurs gelten kann, weil es Perspektiven verschiebt, ohne Probleme zu verleugnen. Im zweiten Teil gibt es dann eine sicherlich muntere Diskussion dazu, die nicht auf rein fachliche Aspekte beschränkt bleiben muss, sondern politische, ethische und anthropologische Bewertungen einbeziehen wird. Immerhin geht es ja um die Frage, wie der Mensch vom Schädling zum Nützling werden kann. Dazwischen in der Pause erfreut uns ein Nützling der musikalischen Art, den wir soeben schon gehört haben, nämlich Klaus Gebert am Keyboard. Vielen Dank, Klaus. Unser Team von Cortices besteht eigentlich nur aus Nützlingen, das sei zwischendurch mal erwähnt. Heute erwähne ich unseren Podcast-Experten Jürgen Hübner, der hier sitzt und von dem Sie auf den Tischen Karten finden mit dem Angebot, Hörbiografien professionell zu erstellen, einfach damit das zugeordnet werden kann. Das ist der Jürgen. Außerdem gibt es wie immer einen kleinen Büchertisch außen und in der Pause ist dann auch nochmal Gelegenheit, das Buffet zu besuchen, bevor es dann abgeräumt wird. Nun aber zu unseren Gästen. Monika Griefahn ist bekannt als Mitbegründerin von Greenpeace Deutschland. Als Diplomsoziologin und promoviert unterdessen war sie nicht nur am Aufbau des deutschen Greenpeace-Büros in Hamburg beteiligt und dort 3 Jahre lang Co-Geschäftsführerin, sondern auch von 1984 bis 1990 als erste Frau Mitglied im internationalen Vorstand von Greenpeace. 1990 erfolgte dann der Wechsel auf die formal andere Seite der Politik, nämlich als Umweltministerin des Landes Niedersachsen unter dem damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder. Von 1998 bis 2009 gehörte Monika Griefahn dem Deutschen Bundestag als Abgeordnete der SPD an, unter anderem mit den Arbeitsgebieten Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sowie Kultur und Medien. Sie ist bis heute auf vielfältige Weise im Bereich Medien, Kultur und Umwelt tätig. Michael Braungart ist studierter Verfahrenstechniker sowie studierter und promovierter Chemiker. In den 80er Jahren wirkte er beim Aufbau des Bereichs Chemie von Greenpeace Deutschland mit. Man ahnt die Verbindung. Als Gründer und Geschäftsführer der Environmental Protection Encouragement Agency, EPA, betreibt er Umweltforschung in Hamburg. Außerdem ist er als wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts tätig, sowie als Professor für
Ecodesign an der Leuphana Universität Lüneburg und als Professor für den Cradle-to-Cradle-Studiengang an der Erasmus-Universität Rotterdam. Sowohl Monika Griefahn als auch Michael Braungart sind, das sei noch erwähnt, Beiratsmitglieder der Giordano-Bruno-Stiftung. Aber nun zum Vortrag. Die spannenden Ideen, die wir diskutieren müssen. Eine Welt ohne Abfall, Cradle to Cradle, wie du und ich. Wir haben uns überlegt, Michael Braungart ist ja Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Konzeptes. Ich habe das zwar schon damals in meiner Zeit als Ministerin in Niedersachsen versucht umzusetzen, aber es war ein bisschen zu früh. 1992 haben wir schon mit Hewlett Packard einen Computer entwickelt, der nur aus einem Material bestand und sofort wieder auseinandernehmbar war. Aber es gab keinen Anreiz, diesen statt anderen zu kaufen. Das kommt erst jetzt. Deswegen haben wir überlegt, dass sozusagen die Inhalte von Cradle to Cradle Michael Braungart jetzt vorträgt und ich dann dazu stoße um die Umsetzung und wie können wir da alle mitmachen. Denn wir haben, und das ist in der Vorstellung nicht erwähnt worden, einen Cradle to Cradle Verein, der sich besonders eben um die Bildungsarbeit kümmert und der versucht, dass Cradle to Cradle selbstverständlich wird in allen Ebenen der Gesellschaft. Und das Wichtigste daran ist eben unser Kongress, den wir einmal im Jahr in Lüneburg machen, wo wir eben genau normale Menschen wie Sie und ich, Leute aus Schulen, Studenten, Wissenschaftler, Firmen, gesellschaftliche Gruppen, NGOs, alle zusammentragen, um sich auszutauschen. Und das wollen wir dann im zweiten Teil ein bisschen intensiver besprechen. Aber erstmal würde ich jetzt Michael das Wort geben, dass er das Konzept als solches vorstellt. Ja, guten Morgen zusammen. Also zunächst will ich noch zu Frau Griefahn einfach was sagen. Als sie Ministerin in Niedersachsen wurde, waren 13 Verbrennungsanlagen geplant. 10 für Hausmüll, 3 für Sondermüll. Es wurde nachher nur eine gebaut. Das heißt, sie hat dem Steuerzahler etwa 4 Milliarden Euro geschenkt sozusagen. Wir importieren trotzdem etwa 21 Millionen Tonnen Abfall aus dem Ausland, weil wir so viele Überkapazitäten an Verbrennungsanlagen haben. Monika Griefahn war dann Kulturausschussvorsitzende im Bundestag. Auf sie geht ganz wesentlich zurück, dass die Buchpreisbindung erhalten bleiben konnte. Sozusagen, es gibt noch vieles Positives über sie zu berichten davon, weil sie tritt im Allgemeinen ein bisschen bescheidener auf. So. Das geht, ja. Also, ich werde mich bemühen. Wir in Bayern können Sie anstatt Cradle to Cradle natürlich auch Gnödel to Gnödel sagen, das ist okay. Ich bin lange in den USA gewesen und habe mir einen Vortragsstil angewöhnt, der eigentlich der Wissenschaft in Deutschland entgegenspricht, weil Wissenschaft muss eigentlich in Deutschland langweilig sein, sonst wird sie nicht akzeptiert als ernsthaft. Aber ich erzähle Ihnen die Arbeit von etwa 30 Jahren von etwa 200 Kollegen und die fasse ich in kurzen Dingen zusammen. Das heißt, wenn Sie irgendwo nicht gleicher Meinung sind oder es nicht verstehen, dann melden Sie sich nachher und sagen Sie einfach in der Diskussion, nein, das sehe ich ganz anders. Ich habe auch die Weisheit und die Wahrheit nicht gepachtet. Ich habe nur eine Sichtweise und die will ich Ihnen kurz vorstellen. Natürlich stelle ich das auch ein bisschen kontrovers dar, denn es soll ja in die Reihe passen der kontroversen Reden. Dabei möchte ich natürlich mit einfachen Dingen anfangen. Der Titel ist falsch eigentlich davon. Aber der Veranstalter hat gesagt, es muss so heißen, sonst verstehen es die Leute nicht. Und das ist oft so. Die Leute müssen Dinge falsch dastehen, damit sie verstehen sozusagen. Und das haben wir allgemein. Also eine Welt ohne Abfall ist immer noch eine Welt, die an Abfall denkt. Ja. Verstehen Sie? Das ist so, wenn ich sage, denken Sie nicht an ein rosa-rotes Krokodil. Ja, dann denken Sie an ein rosa-rotes Krokodil. Oder wenn ich Ihnen sage, denken Sie nicht daran, wie Donald Trump nackt aussieht, dann denken Sie daran, wie Donald Trump nackt aussieht. Verstehen Sie? Also Cradle to Cradle ist etwas anderes, ist eine Welt, wo alles Nährstoff ist, wo alles nützlich ist und nicht ohne Abfall. Denn dann optimieren Sie immer noch nach einem negativen Ziel. Das hat ein bisschen mit der Religion zu tun. Wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir ein bisschen weniger schädlich sind. Er schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, schützt die Umwelt, mach weniger Müll. Er schützt die Umwelt, reduziere deinen Energieverbrauch. Das ist aber kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja?
oder dein Mann, je nachdem. Also, ja, verstehen Sie, das ist kein Schutz, das macht nur weniger kaputt. In dieser Logik hat zum Beispiel Polen so viel besser die Umwelt geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Ja. Die hatten einfach das Geld, nicht die ganzen Feuchtgebiete zu zerstören. Und wenn sie die Gelegenheit hatten, früher mal in der DDR zu Besuch gewesen zu sein, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, was war das, ein schönes Land, weil die Leute das Geld nicht hatten, die Landschaft zu zerstören. Heute stehen überall Warnschilder für Staub auf der Autobahn, weil der Boden abgetragen wird. Wir leisten uns etwas, was ich Ökologismus nenne. Das dient nicht der Ökologie, aber es hält uns beschäftigt. Also so wie der Sozialismus in der DDR nie sozial war, entsteht jetzt ein Ökologismus. Das heißt, wir werden beschäftigt und haben den Eindruck, es täte sich was. Dabei verlieren wir aber ganz wertvoll Zeit, um wirklich Dinge zu ändern. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Wir setzen zum Beispiel 3 Millionen Tonnen Palmöl ein, ja, um Biodiesel zu machen. Ja, ein Hektar Regenwald hat 7000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Ein Hektar Palmölplantage hat 60 Tonnen. Dann unterhalte ich mich mit Herrn Barroso, dem Kommissionspräsidenten, vor 3 Jahren. Und er sagt, okay, Herr Professor Braungart, ich habe Sie verstanden. Wir werden jetzt nur noch zertifiziertes Palmöl nehmen. Ja? Verstehen Sie, wenn Sie die falschen Dinge perfekt machen, dann sind Sie nur perfekt falsch. Ja? Eine Stadt wie Nürnberg zum Beispiel möchte klimaneutral sein. Denken Sie, das ist ja toll, klimaneutral. Aber schauen Sie mal raus, haben Sie schon einen einzigen klimaneutralen Baum gesehen? Das heißt, wir möchten dümmer als Bäume sein. Weil ein Baum ist immer gut fürs Klima, nicht neutral. Ja? Kommen Sie nach Hause und sagen Sie, ich bin heute kinderneutral. Ja? Wie albern, aber bei klimaneutral rufen Sie alle Hurra. Das hat mit Religion zu tun. Die sagt, ja, wenn Martin Luther klar sagt, der Mensch ist böse und nur der liebe Gott kann ihn erlösen, dann kann er nur weniger schlecht sein. Und das Höchste ist null, eben neutral zu sein sozusagen. Weil man kann ja nur durch göttliche Gnade erlöst werden. Also kann ich nur möglichst wenig schlecht sein. Und der humanistische Salon ist natürlich eine ideale Plattform, um sich darüber zu unterhalten, sind wir durch unsere Intelligenz wirklich dümmer als andere Lebewesen? Und da möchte ich Ihnen dann Beispiele geben. Und mir geht es dabei nicht um die vielbeschworene Nachhaltigkeit, sondern allein um eine umfassende Qualität, ein umfassendes Qualitätsverständnis. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Es ist schlechte Qualität. Ein Produkt, was schlechte Inhaltsstoffe enthält, die die Menschen krank machen, hat ein Qualitätsproblem. Ich brauche dafür keine Moral, denn bei uns allen, bis auf ganz wenigen dazu, vielleicht von der humanistischen Gesellschaft sozusagen, ist die Moral immer weg, wenn sie eigentlich gebraucht wird. Immer dann. Ja? Unter Stress, unter Angst, davon ist bei 95% die Moral weg. Stellen Sie zum Beispiel vor, Sie sind auf der Autobahn und Sie stehen im Stau. Und die andere Spur geht etwas schneller. Ja? Ja? Die andere Spur geht etwas schneller. Und dann wechseln Sie die Spur. Dabei verursachen Sie für die Menschen hinter Ihnen etwa 200 Mal mehr Verzögerung, als sie selber an Zeit gewinnen können. Aber sie haben es ja eilig und dann interessiert sie das gar nicht. In Holland sind 70% der Staus durch Spurwechsler verursacht. Verstehen Sie? Das heißt, sie suchen ihren kleinen Vorteil. Wenn die Schlange an der Kasse da ein bisschen kürzer ist, dann wechseln sie schnell noch. Ja? Kennen Sie alles? Am schlimmsten wirkt sich das zum Beispiel in Rotterdam bei den Kindergärten aus. Ich habe mit meinen Studenten, die jeweils mit Geschwindigkeitsmesseinrichtungen sie versehen, und habe sie losgeschickt und gesagt, findet mir raus, wo rasen in Rotterdam die Leute am schlimmsten. Wissen Sie, wo das ist? Das ist vor Kindergärten. Weil unsere Kinder sind für das Industriesystem nicht richtig erfunden worden. Ja, da muss irgendwie der mehr oder weniger vorhandene liebe Gott einen Fehler gemacht haben. Sozusagen, sie sind nicht dafür gemacht worden, für das unser System, oder genauer gesagt, unser System ist nicht für die Kinder gemacht worden. Und dann ist ihr Kind ein bisschen krank, ja, hat Fieber und sagt, Papa, ich bin krank. Und dann sagt, nein, ich habe eine wichtige Besprechung. Und dann liefern sie das Kind trotzdem im Kindergarten ab, obwohl es eigentlich krank ist. Sie drücken es irgendeiner Praktikantin in die Hand davon und sagen sie, ja, bitte kümmere dich drum. Das Kind schreit wie am Spieß. Sie schlagen die Tür zu und sie rasen los, weil sie schon zu spät dran sind. Sie sind es satt, am Arbeitsplatz immer zu hören, diese dummen Sprüche darüber, dass sie wieder zu spät seien wegen ihrer Kinder angeblich. Ja, und dann kümmert es sich gar nicht, dass die ganzen kleinen Kinder auf der Straße unterwegs sind. Also im Durchschnitt fahren die Leute
doppelt so schnell, wie es erlaubt ist, vor den Kindergärten, doppelt so schnell. Und zwar im Durchschnitt, nicht ein paar Raser, sondern im Durchschnitt. Weil sie haben es ja eilig. Ja? Und dann müssen sie los und dann vergessen sie natürlich die Moral und der Stress. Darum, wir verstehen, wie gesagt, traditionell, wenn wir etwas weniger Schaden machen, dass wir damit die Umwelt schützen. Wir nehmen, wir verarbeiten und wir lagern ab. Und wir denken, das sei dann thermisches Recycling, wenn wir Müll verbrennen etc. gesehen. Wir werden an der Universität hauptsächlich für Probleme bezahlt. Solange geforscht wird, muss man ja nichts tun. Ich habe 1984 eine Arbeit gemacht und gezeigt, dass PVC-Weichmacher Menschen unfruchtbar machen. Ja? Dass sie das hormonelle System zerstören. Das hat nur geführt, dass man fast 30 Jahre Forschungsprogramme gemacht hat, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird und die Schildkröte etc. gesehen. Erst vor 3 Jahren wurden diese Weichmacher verboten, obwohl, wie gesagt, 1984 war es klar. Wir müssen immer reinschreiben, dass Probleme da sind, denn dann gibt es Geld. Denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Ja? Wir sind da ein Teil davon. Und ich bin da auch ein Teil davon. Ich habe Doktoranden und Masterarbeit Leute, die müssen ja bezahlt werden. Und wie will ich sie bezahlen? Und ich kenne den Sachbearbeiter im Ministerium schon davon, also wenn ich jetzt sage, das Problem ist gelöst, dann gibt es ja kein Geld. Ja. So gehen wir mit dem Kohlendioxid um. Wir machen tolle Forschungen, wie es sich denn verteilt in der Atmosphäre und ob es auch dort noch schädlich ist und wie die Folge davon ist, anstatt zu handeln. Wir haben ganz viele Dinge, die wir nicht lösen. Wir tun so, als ob. Schauen Sie, wir nehmen 21% unserer landwirtschaftlichen Fläche für Biotreibstoffe. Wie absurd. Ja, in Europa. Ja. Dabei verlieren wir, wenn wir Mais anbauen, zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Der Boden ist der Kohlenstoffträger, nicht das Öl. Ja. Das heißt, wir beschäftigen die Menschen so scheinmäßig dazu. Wir verbieten in Kinderspielsachen zum Beispiel in der Europäischen Union 64 Chemikalien anstatt 39 und sagen, oh ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich finde in Mattel-Spielsachen allein über 600 giftige Stoffe. Ja, in McDonald's nochmal etwa 600 giftige Stoffe dazu. Das heißt, wir tun so, als ob, und halten uns damit irgendwie beschäftigt. Wir machen schöne Diskussionen über Plastiktüten gegen Papiertüten. Ja. Dabei gibt es in Hamburg eine Kupferhütte, die macht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Müllaufkommen, nur durch die Kupferproduktion. Ja. Und anstatt für Kupfer ein vernünftiges Management zu haben, geht das Kupfer nachher verdünnt im Baustahl verloren. Wir verlieren 5 Jahre Lebenserwartung durch Feinstaub in Deutschland. 5 Jahre. Wir reden darüber, dass es ein Feinstaubproblem gibt und in einer Stadt wie Stuttgart ist das schon richtig davon. Allerdings ist in den Innenräumen der Feinstaub nicht geregelt. Und dabei sind wir 80% der Zeit in Innenräumen. Wir haben schöne Dinge, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt rechnet uns genau vor, dass in Deutschland 50.000 Menschen ihr Leben jedes Jahr verlieren durch Feinstaub. Das sind 13-mal mehr als durch Verkehrsunfälle. Und da gibt es ganz viele Ursachen, auch schön dargestellt dazu, der Abrieb von Kupplungen, Bremsbeläge, Autoreifen. Zum Beispiel, die Autoreifen heute halten im Verhältnis zu vor 30 Jahren doppelt so lange. Und da denken die Leute, ist ja toll für die Umwelt, wir brauchen weniger Autoreifen. Vorher blieben die 470 Chemikalien aus den Autoreifen auf der Straße. Und das war schon dumm genug. Aber jetzt werden sie eingeatmet. Ich habe eine Ehrenprofessur in München übernommen gehabt und habe das Geld genutzt. Am Mittleren Ring in München sind etwa 20% der Leute, die dort leben, so hoch von diesen Reifenstäuben belastet, dass sie schwere Lungenfunktionsstörungen haben. Also bei jeder kleinen Erkältung kriegen sie Bronchitis oder eine Lungenentzündung. Davon, weil ihre Lunge so stark vorbelastet ist. Wir haben Bremsbeläge, zum Beispiel von VW oder von Ford oder wie sie alle so heißen. Da steht drauf, frei von Asbest. Ja? Ist ja toll. Denken Sie, toll, ja, frei von Asbest. Aber niemand fragt, was stattdessen drin ist. Ja? Stattdessen ist Antimonsulfid drin, das ist viel stärker krebserzeugend. Ja? Wenn ich Sie zum Essen einlade und sage, es ist frei von Hähnchen, dann hilft Ihnen das auch nichts. Ich muss doch bestimmen, was drin ist. Ja? Nicht frei von. Und da stehen natürlich auch Staubsaugerbeutel. Achten Sie darauf, wirklich davon, dass Sie einen Staubsauger haben, der wirklich Feinstäube
bindet und Laserdrucker zum Beispiel drauf. Ich habe allein 1752 Leute, die durch Laserdrucker krank geworden sind. Wenn sie eins merken, wo sie irgendwo entweder zu Hause oder sonst wo einen Drucker haben, ersetzen sie diesen sofort. Jede Seite, die sie drucken, sind über 8 Milliarden Feinstaubteile. Das sind so kleine Harpunen, die durch die Zellen durchschneiden dabei und ihre Zellen zerstören. Die verkalken darüber, dann dadurch kriegen sie leichter einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt darüber. Das sind die Feinstäube, die Auswirkungen. Also, ja, das da tut, obwohl die Bundesregierung schreibt, tut sie gar nichts dazu. Und auch im Gegenteil davon, wir kennen die deutsche Umwelthilfe, die gegen die Dieselabgase klagt und auch zu Recht auf Fahrverbote klagt. Ja, gleichzeitig wird sie aber von der Firma Kyocera unterstützt seit 25 Jahren. Also tut sie nichts zu Laserdruckern. Ja, wenn das die Umweltorganisationen ein Teil dessen werden, dann haben wir ein Problem. Das ist keine deutsche Umwelthilfe, das ist eine deutsche Kyocera-Hilfe sozusagen. Ja. Das heißt, auch achten Sie auf Kerzen, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, dass Sie wirklich Kerzen haben, die nicht rußen. Dieser Ruß ist extrem gesundheitsschädlich. Wie gesagt, Sie verlieren 5 Jahre Lebenserwartung. Das ist gegenüber Alkohol, durch Alkohol verlieren wir etwa 2 Jahre Lebenserwartung. Und da sind die Alkoholkranken schon eingerechnet. Ja, probieren Sie es auf dem Christkindlmarkt aus dazu, Sie können so bis zum dritten Glas Glühwein noch mitreden dabei. Ja? Aber beim Feinstaub ist es nicht so. Jeder Atemzug entscheidet darüber für Sie. Wir können natürlich etwas tun. In Innenräumen, wie gesagt, sind die Belastungen so, dann können Sie sich natürlich schützen. Aber ist das wirklich eine Antwort? Ich untersuche, wo kommen die Belastungen denn her? Die Luftqualität in einem Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Etwa 40% unserer Häuser haben Schimmel. Ja. Das kann ich, wenn ich jetzt das Gebäude gasdicht mache, um Energie zu sparen, dann mache ich das Falsche nur perfekt. Anstatt zu fragen, was ist gesunde Luft, ja, habe ich das Gebäude versiegelt, ich habe das Falsche perfekt gemacht und dann ist es perfekt falsch. Ja. Also darum, was ich Ihnen hier zeigen will, ich packe die Dinge in eine Glaskiste, so wie so ein Aquarium, können Sie sich vorstellen, und ich gucke, wo die Schadstoffe rauskommen. Die Teppichböden sind relativ sauber, weil die verglichen mit dem Kinderspielzeug. Ich will Ihnen hier auch etwas anderes dran zeigen. Ich will Ihnen zeigen, dass wenn wir hier ein Wollteppichboden von Ikea davon, und dann sagen die Leute, ja, wir müssen das Naturmaterial nehmen. Ja. Aber da das Naturmaterial, ja, also nochmal, um es dabei zu belassen sozusagen, der liebe Gott hat das Schaf nun nicht für den Teppichboden erfunden sozusagen, ja, und schon gar nicht dafür Rotwein beständig zu sein, ja. Das heißt, wenn Sie ein Schaf zum Teppichboden machen, Rotwein beständig, dann brauchen Sie eine Menge Chemie. Die sind nie in Kontakt mit der Wolle, gar nie. Das ist ein Teflon-Teppichboden mit Wollkern sozusagen. Aber es steht 100% Wolle drauf. Das heißt, wir romantisieren die Natur. Ja, wir reden von Mutter Natur. Wenn wir aber von Mutter Natur reden, müssen wir uns immer entschuldigen, dass wir überhaupt da sind. Ja? Weil die Mutter muss ja gut sein, sozusagen. Ja. Ich habe das erst in Holland begriffen, wo ich in Rotterdam lebe. Die Wohnung davon ist -8 Meter unter Meeresspiegel. Ja? Wenn ich da von Mutter Natur reden würde, wäre die nächste Flutwelle, würde mich einfach mitnehmen. Ja? Die Hälfte des Landes ist unter Meeresspiegel. Die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind immer noch Naturstoffe. Ja, die Natur braucht eine Mutagenität, eine Krebserkrankung, um einen Genpool anzupassen. Für das Individuum ist es eine Katastrophe, für das Kollektiv aber die Voraussetzung. Ja. Das heißt, auch die am stärksten, giftigsten Stoffe, die wir kennen, sind immer noch die Naturstoffe über 1 Million Mal giftiger als das, was die perversesten Chemiker sich für Syrien als Kampfstoffe ausgedacht haben. Das heißt, die Natur braucht Gifte im Evolutionsprozess, um sich zu behaupten, die unterschiedlichen Lebewesen. Wenn Sie etwas von heute lernen dazu noch, nehmen Sie die waschbaren Tapeten heraus. Etwa die Hälfte unserer Häuser haben diese abwaschbaren Tapeten. Dahinter sammelt sich Feuchtigkeit und dieser Kunststoff besteht hauptsächlich aus Weichmachern. Und diese Weichmacher gasen aus und werden eingeatmet. Jede dieser Tapeten verliert etwa 1 Milligramm an Dreck pro Stunde. Und pro Quadratmeter, über 3000 Stunden haben wir das gemessen. Aber wir wollen effizienter sein. Als ich ein Kind war,
ja, hat eine Kuh 5000 Liter Milch gegeben. Heute sind wir in Holland im Jahr bei 20.000 Litern. Soll ich aus dieser armen Kuh nochmal 1000 Liter mehr rausquetschen, davon, dass es effizienter ist? Nein, ich muss doch zuerst fragen, was ist gesund? So ist ganz, in ganz Vietnam hängen diese Plakate herum. Wie kriege ich mehr aus derselben Ressource heraus? Ressourceneffizienz steht überall. Die Bundesregierung fordert das dazu. Materialeffizienz. Aber es geht nicht um Effizienz. Es geht darum, die Dinge nochmal neu zu betrachten. Wir haben 10 Millionen Tonnen Plastik, die jedes Jahr in die Ozeane gehen. Hilft es uns, dass wir eine Million weniger haben? Nein, wir müssen fragen, wie gehen wir mit Kunststoff überhaupt um? Ich laufe mit meinen Studenten entlang des Strandes und zu Greenpeace-Zeiten haben wir uns für Robben und Schildkröten hauptsächlich eingesetzt und Wale. Die sterben heute hauptsächlich in Plastikabfällen. Aber sie können was tun, wenn sie nachher auf das Buffet draußen hingehen und bei dem Austern vorbeigucken dazu und beim Champagner, dann tun sie was nicht. Jede Auster enthält etwa 1500 Plastikteile. Wenn sie also nur genügend Austern essen dazu, dann schaffen sie den Schritt in die richtige Richtung davon und holen sie das Plastik wieder zurück aus dem Ozean. So einfach ist die Welt zu retten. Wenn sie dazu Champagner trinken gegenüber Prosecco, wissen Sie, dieser Prosecco, der sprudelt doch so, das Kohlendioxid, was da rausgeht. Champagner hat viel feinere Bläschen. Das heißt, sie können damit die Welt natürlich retten, indem sie einfach Champagner trinken. Wir haben eine so perverse Landwirtschaft, dass wir 10 Kalorien Energie einsetzen für eine Kalorie Ernährung. Wie absurd, ja? Und dann, wenn Sie zum Beispiel Aufzug fahren im Gebäude, brauchen Sie nur 2 Kalorien. Das heißt, der Aufzug ist völlig ausbalanciert. Also wenn Sie Ihren Carbon Footprint um das Fünffache reduzieren wollen, Ihren CO2-Ausstoß, müssen Sie nur Aufzug fahren. Das ist so einfach, die Welt zu retten. Außerdem sterben sie dann früher und schützen die Umwelt noch mehr natürlich, klar. Auf jeden Fall. Wir gehen an den ganz wichtigen Dingen vorbei. Wir haben in den letzten 200 Jahren die Fläche Chinas und die Fläche der Vereinigten Staaten insgesamt als landwirtschaftliche Fläche verloren auf der Welt. Das ist 1/3 aller landwirtschaftlichen Flächen ist verloren gegangen. Wir verlieren 5000 Mal mehr Humus, als neu gebildet wird. 5000 Mal mehr. Ja, das nenne ich Ökologismus, wenn man dann so tut und Mais anbaut, dabei um angebliche Bioenergie zu kriegen daraus und dabei den Boden zerstört. Wir vergessen ganz wesentliche Dinge. Und wie stark wir von Religion geprägt sind, können Sie daran sehen, dass es kein Biosiegel gibt in der westlichen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Es ist nur Bio ohne mich. Ist das nicht traurig? Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Ja, das ist Calciumphosphat sind unsere Knochen. Ja, das Adenosin-Diphosphat und Triphosphat ist unser Energiespeicher im Körper, in der Leber. Darum können wir gleich losrennen, weil wir diesen Energiespeicher haben. Aber es gibt kein Biosiegel in der ganzen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Ist nicht traurig? Wir denken, es ist nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Ja. Dabei ist Phosphor viel seltener als Öl. Wir haben in den letzten 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern verteilt als Kontamination aus dem Dünger. Es kommt viel mehr Radioaktivität in die Umwelt, als in allen Atomanlagen verwendet wird, als Kontamination im Dünger. 70% des Phosphors ist in China und in der Westsahara, die illegal besetzt ist, vorhanden. Das heißt, da protestieren wir nicht gegen Menschenrechte und Selbstbestimmung sozusagen, weil dort fast 50% des Weltphosphors liegen. Ja. Das hat damit zu tun, dass wir sagen, naja, wir haben ein Verhältnis zur Natur, dass wir sagen, es wäre eigentlich besser, wir wären ja nicht da. Ja. Also darum, unsere eigenen Fäkalien dürfen nicht zurück. Selbst Demeter-Landbau verliert darüber 2 Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, das ist, weil unsere eigenen Nährstoffe nicht zurück können, auch das Kalium nicht, das Magnesium nicht. Ja, wir sagen, es ist nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Wir fühlen uns also so schlecht, dass wir sagen, naja, es wäre eigentlich besser, es gäbe uns eigentlich nicht. Ich habe das erst richtig begriffen, als ich in China gearbeitet habe lange, davon, wenn Sie auf dem Land sind und zum Essen eingeladen sind, dann erwartet man heute noch, dass Sie so lange bleiben nach dem Essen, bis Sie die Toilette aufsuchen. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Weil Sie sind ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. Stellen Sie sich die Geschichte der stolzen Stadt Nürnberg vor. Die Stadt Nürnberg hat eben den Bauern immer nur die Nährstoffe genommen, aber sie nie wieder was zurückgegeben. Die Stadt musste immer größer werden, sie musste immer weiter weggehen, die Nährstoffe zu holen, weil die Böden natürlich rundherum verarmten davon. Also wir mussten in andere Länder gehen und die anderen überfallen, weil wir zu dumm waren, unsere Nährstoffe zurückzukriegen.
Dann haben wir Kunstdünger entwickelt, aber der ist hochkontaminiert. Ja. Die niedrigstrahlende Radioaktivität davon verursacht Leukämie. Ja. Meine Frau hat ganz früh schon sich mit dem beschäftigt und sie ist Chairperson vom Alternativ-Nobelpreis. Sie haben es vielleicht gerade im Fernsehen auch gesehen, wie eben niedrigstrahlende Radioaktivität einfach um Atomanlagen herum Leukämie auslöst. Aber durch Phosphor-Radioaktivität die Kombination auch. Schön, Sie können nachher natürlich wieder noch einen Mark Spenden machen dazu, klar, aber ist das wirklich, was wir wollen? Ich zeige es Ihnen hier dazu. Die DDR war viel sauberer, weil sie ein Phosphat gekriegt hat von der Halbinsel Kola in Russland. Da, während sie haben sie 660 Gramm Uran in einer Tonne Erz drin, die sie sozusagen abbauen. Inzwischen sind wir so weit, dass unsere Lebensmittel so hoch kontaminiert sind, dass wenn wir sie kompostieren, zum Beispiel auf dem Isemarkt in Hamburg, dass der Kompost nachher nicht mehr in die Landwirtschaft gehen kann. Ja. Ja. Der Kompost aus den normalen Gemüse, das gilt sowohl für Cadmium, es gilt für Quecksilber, es gilt für Blei hauptsächlich. Was tun wir in Hamburg? Wir verdünnen mit Strauchwerk und mit Rasenschnitt. Aber das eigentlich Interessante ist, der Grenzwert für die Kunstdünger ist etwa 300 Mal höher. Das heißt, der Kompost darf nicht mehr in die Landwirtschaft, dafür kommt dann der Kunstdünger, durch den die Belastung ja reinkommt davon. Das nenne ich Ökologismus. Wir möchten deshalb klimaneutral sein. Kopenhagen schon 2025, Berlin 2050, ich glaube Nürnberg 2040 möchte klimaneutral sein. Das können sie nur dann, wenn sie nicht existieren. Ja. Also das heißt, die fühlen uns so schlecht, die wollen null Emissionen haben. Kein Baum hat null Emissionen, ein Baum macht Sauerstoff. Ein Biomasse ist klimapositiv, ja, nicht neutral. Ja. Wir müssen den Boden zurückgewinnen. Und wie gesagt, hier, der WWF macht diese tolle Kampagne für den Orang-Utan, ja, wo die Mutter erschossen worden ist und das Kind im Käfig landet. Sind sie jetzt überall hier plakatiert. Das ist spektakulärer. Ist natürlich das, anstatt zu sagen, hey, hört auf mit dem Biodiesel. Ja? Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Wenn die Demokratie so etwas nicht schafft, davon, wenn sie so tut, als ob, dann verliert sie ihre Berechtigung. Am bestimmten Punkt ist Donald Trump einfach ehrlicher. Er ist der ehrlichere Lügner sozusagen. Ja? Verstehen Sie? Der sagt den Leuten, klar, es ist mir ganz egal. Wir tun so, als ob, und wir verlieren die wertvolle Zeit für unsere Kinder, wirklich etwas zu ändern. Ich will es Ihnen da zeigen. Die reden, oh ja, wir machen Recycling von einem Mobiltelefon. Von 41 seltenen Elementen gewinnen wir genau 9 zurück. Und die sind gar nicht so selten, Silber und Gold. Aber kein Germanium, kein Gallium, Kobalt, kein Molybden. Alle diese Dinge gehen alle verloren dabei. Die ganzen seltenen Erden sind alle weg. Das nennen wir Recycling. Ja? Oder wir haben ein Auto zum Beispiel. Ein Auto hat etwa 40 Stahllegierungen drin. Was machen wir daraus? Baustahl. Ja? Das Ganze. Kobalt, Mangan, Molybden, Vanadium, Palladium, Chrom, Antimon, Wolfram, ist alles verloren im Baustahl. Ja? Das nennen wir Recycling. Verstehen Sie, da ist der Donald Trump einfach ehrlicher. Er sagt, Leute, ich tue garantiert nichts. Wir tun so, als ob. Und damit halten wir die Leute davon ab, wirklich was zu tun. Das hat massive Auswirkungen. Ich war 1999 in der Türkei, da gab es ein Erdbeben, da sind bei einer Stärke von 4,6, also nicht besonders stark, davon über 20.000 Leute gestorben. Und so ein bisschen mit Arroganz aus dem Norden sagen wir ja, die Türken sind zu dumm, Häuser zu bauen. Nein, die haben 7 Millionen Autos aus den USA importiert, davon, weil die Amerikaner es verbieten, alte Autos zu Baustahl zu machen, wegen der Erdbebengefahr. Wenn nämlich die Kupfergehalte über 0,5% ansteigen, dann bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen. Ja, das heißt, darum ist es illegal in den USA und die haben 7 Millionen Autos verarbeitet und die Häuser sind zusammengekracht wie Kartenhäuser dabei. Und wir haben den Baustahl untersucht, wir haben bis zu 2,2% Kupfer drin gefunden. Wir tun so, als ob. Ein Kind braucht etwa 5.000 Windeln davon. Das ist nur der Berg von einem Jahr. Und um es Ihnen klar zu sagen, in Nürnberg oder in Hamburg ist es inzwischen so, dass der Windelberg der Erwachsenen größer ist als der Babys. Ja? Also Hegel hätte gesagt, das Leben findet nur zwischen zwei Windelphasen statt. Sie können jetzt überlegen, sind Sie in der Vorwindelphase oder in der Nachwindelphase sozusagen. Ja? Ja, das ist 20% am Restmüll. 20% am Restmüll sind inzwischen Windeln. Darum haben wir dieses Gefühl zu sagen, naja, es wäre besser, wir wären eigentlich nicht da. Und darum sagen wir, naja, so richtig willkommen sind sie auch nicht, sind sowieso zu viele. Schauen Sie, sind wir wirklich zu viele? Ist es besser, wir wären eigentlich nicht da? Ja, können wir nicht weniger schlecht sein und besser gar nicht da sein? Die Ameisen wiegen etwa 4-mal mehr als wir Menschen, ja. Also wenn Sie alle Ameisen auf die Waage packen und alle Menschen, dann ist das Gewicht aller Ameisen 4-mal höher. Und
die Ameisen, diese Schweine, die arbeiten körperlich viel härter als wir. Die fahren nie Aufzug. Ja? Die steigen immer die Treppe sozusagen. Dadurch entsprechen sie im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen, weil sie leben nur 3 bis 6 Monate. Ja? Sie bauen die Biomasse ständig immer wieder neu auf. Aber es sind es zu viele Ameisen. Durch die Ameisen gibt es nur den Regenwald. Nur dadurch, weil die Nährstoffe dadurch zurückkommen. Darum sage ich, es geht nicht um Sparen, Verzichten, Vermeiden, sondern es geht um Großzügigkeit. Das ist das letzte Buch danach, sozusagen nach Cradle to Cradle, auf dem Weg in eine neue Überflussgesellschaft, intelligente Verschwendung. Schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. Die ganze Schuldsprache ist da bei der Nachhaltigkeit. Ja? Nachhaltigkeit. Jetzt, wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen so mit Ihrem Mann, was sagen Sie denn? Nachhaltig. Ja? Herzliches Beileid. Ja? Verstehen Sie, das ist Vermeiden, Reduzieren, Minimieren. Sie sagen dem Kunden, ich bin heute 100% Schwein, 90% Schwein und mein Ziel ist null dazu. Es wäre ja nicht besser, es gäbe mich gar nicht. Ich sage doch anders, lass uns doch überlegen, wo wir hinwollen. 2030, da wollen wir sein. Lieber Kunde, ich bin jetzt gerade hier. Aber je mehr du kaufst, desto schneller schaffen wir das. Ja. Das heißt, der Kunde ist mein Freund, der hilft mir, das Unternehmen zu ändern. Nicht ein bisschen weniger schlecht. Schauen Sie sich einen Baum im Frühling an. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. Alles ist nützlich. Mit richtigen Energieträgern, alles ist Nährstoff. Und alles unterstützt ihr anderen Lebewesen dabei. Es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle zu sparen. Ja, wenn Sie in Schweden sind, dazu ist Ihr Fußabdruck zerstörerisch, klar. Aber wenn Sie im Hochgebirge sind, auch. Aber wenn Sie entlang des Flusses hier laufen, dann ist jeder Fußabdruck ein kleines Feuchtgebiet, ja, ein Retentionsraum. Warum nicht einen großen Fußabdruck haben, der nützlich ist? In den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität muss ich Ihnen nochmal erklären. Ja. Effizienz heißt, etwas richtig zu machen. Nur wenn es falsch ist, ist es dann richtig falsch. Ja. Effektivität heißt zu fragen, was ist das Richtige? Ja. Und Effektivität bedeutet eben dann zu überlegen, wo man hin möchte. Was ist mein Ziel? Nicht das Bestehende zu optimieren. Ja. Also zum Beispiel, es ist sicher sinnvoll, sich zu überlegen, was man mit Nahrungsresten etc. macht und mit überlagerten Lebensmitteln. Aber zunächst muss man doch mal fragen, was ist gesunde Ernährung, oder? Davon, denn sonst optimiere ich nur das Bestehende. Es ist sicher sinnvoll, sich viele Dinge dazu anzugucken, aber zuerst ist die Frage, was ist das Richtige? Ein Beispiel sozusagen für Effektivität, wenn Sie Ihren Mann geärgert haben oder Ihre Frau, es geht glücklicherweise inzwischen in beide Richtungen dazu, 50 Rosen, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja? Oder wenn Sie Kunst zum Beispiel, stellen Sie sich Mozart vor, das Köchelverzeichnis in einem Ton, ja? Das ist hocheffizient, ja? Ja, aber Kunst und Kultur sind nicht effizient, sie sind effektiv. Sie bringen Menschen zusammen, davon zum Beispiel Van Gogh, ja, völlig ineffizient, aber effektiv menschliche Stimmungen zu zeigen. Oder ein Lippenstift zum Beispiel. Ja. Eine Frau isst während ihres Lebens 6,3 Kilogramm Lippenstift, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Schauen Sie nur rum hier dabei. Ja. Ja. Das heißt, es geht darum, alles nochmal neu zu machen. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, ja, Waschmittel müssen so gemacht werden, dass sie die biologischen Systeme unterstützen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, müssen so gemacht werden, dass sie in technische Kreisläufe gehen. Es gibt dann also keinen Abfall mehr, weil alles wird Nährstoff. Ich habe 1987 einen Fernseher auseinandergebaut und gefragt, wollen die Leute Fernseh gucken oder 360 Chemikalien haben? Ja. Dann wurde ich als Ökokommunist beschimpft dafür. Ja? Weil das Eigentum war unsere Religion. Ja? Alle modernen Produkte werden alle Dienstleistungen. Weil niemand braucht ein Fenster. Ich brauche Durchgucken und Wärmedämmung davon. Niemand braucht eine Waschmaschine. Ich brauche saubere Wäsche. Das heißt, wir brauchen alle Dinge nochmal neu. Also, es geht mir nur um 3 Dinge. Um Innovation, um Qualität und um Schönheit. Ja? Und nicht um Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit stabilisiert das Bestehende. Ja, alle neuen Dinge sind nie nachhaltig, sonst wären sie ja nicht neu. Meine Mutter war die älteste von 11 Kindern, die hat die Wäsche im Fluss gewaschen für die ganze Familie, seitdem sie 8 Jahre alt war, in der Jagst dazu, ja, in Baden-Württemberg. Davon, im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter blau gefroren. Davon, als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten, war sie 23. Nee, das war nicht nachhaltig, sie hat sofort ihre Stelle verloren. Ja. Zum Glück, sonst gäbe es mich heute gar nicht. Ja. Das heißt, das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute mit stationären Telefonen. Die Dampfmaschine war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher Pferdefuhrwerke hatten. Es geht um umfassende Qualität, um Schönheit. Ich will Ihnen das kurz darstellen. Auf Englisch erlaube ich mir das, damit Sie sehen, das ist mein Team. No avoidance, no minimization, but all the materials are beneficial. The cherry tree only makes a handful of cherries actually, but with hundreds of
material are designed to go back to the biological system? I think we're not too many. It depends what those 9 billion people are doing. A cherry tree makes soil, makes oxygen, the air. It's not toxic, it's not dangerous, no, it's the opposite. It's all nutrition. And what we do, we make the wrong things perfect, and then they are perfectly wrong. If you think about how ants and termites, there's four times as many, but they don't cause the problems because they produce nutrients and not waste. They convert biomass into nutrients, so why shouldn't we be able to do the same? Cradle to Cradle divides products into two spheres, a technical and a biological one. We have to redesign products. On the technical side, we have materials such as metals that can be used forever, like in chairs and wash machines. On the biological side, we have products that dissolve back into nature, like cosmetics or the natural fiber textiles. If these two spheres stay separate, the concept of waste will be obsolete. So instead of reducing our footprint, let's rethink for a positive footprint. Cradle to Cradle now becomes a friendly tsunami. Yeah. And hundreds of young designers are doing Cradle to Cradle now. I want that the money I give for a product brings positive impact for the society. I'm optimistic because I think everything is going in that direction. It's never too late to stop to make stupid things. Yeah, watch your head turns full circle. Das sind nur Kollegen bei mir im Institut in Hamburg. Davon, wir brauchen einfach Sichtweisen von verschiedenen Ländern. Wie Albert Einstein gesagt hat, kein Problem kann durch dieselbe Denkweise gelöst werden, die es mal verursacht hat. Also, es geht darum, nützlich zu sein. Gut für die Wirtschaft, gut für die Gesellschaft und gut für die Umwelt auch. Nicht weniger schlecht und nicht null zu sein. Das heißt, es geht darum, alle Dinge nochmal neu zu machen. Das heißt, wir müssen für Landwirtschaft viel mehr Aufwand treiben, um Menschen gesund zu ernähren. Wir brauchen für Soziales viel mehr Zeit davon. Das hieße zum Beispiel, das können wir nachher diskutieren, die Rente abzuschaffen. Ja? Als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung genau halb so hoch im Verhältnis zu heute. Ja? Das heißt, die Rente war nur für die da, die man sonst nicht totgekriegt hat. Die durchschnittliche Rentenbezugszeit war unter einem Jahr. Ja? Heute sind wir bei 20 Jahren angekommen. Das geht nicht. Kein Land kann Menschen bezahlen für mehr als 10 Jahre nichts tun. Das klappt nicht. Und ich meine, alle, die Sie da sind, sind Sie in irgendwelchen Ehrenämtern ja drin. Sie wissen genau, wovon ich rede. Solange wir gesund sind, sind wir tätig. Ja, davon. Es gibt gar keinen Grund, die Menschen zum Müll zu erklären, wenn sie 65 sind, sie nach Mallorca zu schicken und nach 3 Jahren können sie nur noch mit ihnen reden über den schönsten Golfplatz, über den besten Fisch und irgendwelche sonstigen Absurditäten zu retardieren. Die müssen praktisch AfD wählen, weil sie gar nichts anderes mehr wissen, sozusagen. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Ich war hier 15 Jahre in der Nürnberger Umweltbank sozusagen dabei. Nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein bedingungsvolles. Solange wir gesund sind, sind wir tätig. Und wenn wir krank sind, brauchen wir viel mehr Unterstützung. Ich habe das in Pflegeheim gerade mitgekriegt. Von 200 Leuten, die da drin sind, fallen jede Nacht zwischen 5 und 8 aus dem Bett. Davon werden am nächsten Morgen gefunden dazu. Ja? Wenn sie Glück haben, sozusagen, sind sie unverletzt geblieben. Das ist doch absurd. Wir haben unsere Würde in den Pflegeheimen schon lange aufgegeben. Das geht aber nur, wenn wir wirklich Zeit haben davon. Ja, wenn wir wirklich uns, solange wir gesund sind, um unsere Kranken kümmern dabei. Ja, das geht nicht anders. Also das ist absurd. Wenn wir den gleichen Prozentsatz heute in Rente schicken würden wie damals, dann wäre unser Eintrittsalter bei 88,2 Jahren. Ja, wenn genauso viel prozentmäßig in Rente gehen würden. Damals gab es ein Rentenalter von 70 sozusagen, ja, wie Sie sehen, davon, aber auch das ist schon auf 65 Jahre runtergerechnet, den gleichen Prozentsatz. Das heißt, alle Produkte nochmal neu. Dinge, die verschleißen, Toilettenpapier für die Biosphäre, dafür gibt es die Firma Googler. Das gucken Sie sich im Internet an dazu. Das ist das erste Papier, was in biologische Systeme gehen kann. Ja. Also das erste Papier, was wirklich für Kompostierung gemacht ist, wir haben, als wir Buchdruck erfunden haben, einfach Kobalt und Blei und Nickel und sonst was verwendet, das hat halt funktioniert. Jetzt haben wir in Druckerzeugnissen heute
nun nicht mehr 90 giftige Stoffe wie vor 30 Jahren, sondern 60 giftige drin. Aber wo ist der Unterschied, ob ich 90 Mal erschossen werde oder 60 Mal? Ja, ich habe wesensmäßig nichts erreicht. Ich habe mich schön bemüht. Papier muss für die Biosphäre gemacht werden. Wir haben essbare Bezugsstoffe entwickelt, die, wenn Sie auf so einem Stuhl sitzen, dann ist der Bezugsstoff so giftig, dass die Zuschnitte beim Herstellen als Sondermüll verbrannt werden müssen. Und wir denken, das sei Umweltschutz, aber sie rutschen doch auf dem Stuhl hin und her. Sie essen die mit. Also suchen wir alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Im Zug kennen Sie diese blauen Bezugsstoffe mit den schwarzen Punkten. Das sind unsere. Die sind essbar. Wenn Sie also Hunger haben, sozusagen, können Sie sie klein schneiden. Weil wir haben doch alle Fasermangel dazu. Die Zuschnitte können dann als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Wir haben Schuhe, deren Abrieb für die Biosphäre ist. Das erste Schwarz für Hautkontakt, Trigema, T-Shirts dazu, all viele Dinge davon. Hier ist ein sehr netter Film dazu über die Firma Wolfhard, wie wir Unterwäsche, BHs etc. gesehen, für die Biosphäre gemacht haben dazu. Ich schreibe nur den Anfang, gucken Sie im Internet nach und Sie können die Präsentation auch kriegen. Das ist das erste Leder, was perfekt kompostierbar ist. Wir haben 24 Jahre dafür gearbeitet. Jetzt im neuen BMW i3 ist unser Leder drin. Die letzte große Gerberei hat in Mülheim-Ruhr 2015 zugemacht. Die letzte Gerbereischule hat 2009 zugemacht. Jetzt wissen wir zwar, wie es geht, aber wir werden es nicht mehr umsetzen. Wir haben Putzmittel davon, Reinigung in der Technosphäre. Hier, man kauft keinen Teppichboden mehr, man kauft nur noch 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann muss man nicht den billigsten, stinkigen Dreck verwenden, man kann die besten Materialien verwenden. Die Teppichböden reinigen aktiv die Luft. Sie nehmen Feinstaub heraus dazu. Warum soll ich denn meine Lunge als Filter einsetzen, wenn ein Teppichboden das kann? Wir können die aus den Weltmeeren die Treibnetze zurücknehmen, davon zurückholen und daraus Teppichböden machen. Das ist das erste Bett für Innenräume. Das allererste, ja, von Aupingen, holländische Firma. Wenn Sie bei IKEA sind, steht es, lassen Sie bitte die Matratze 48 Stunden lüften. Meinen Sie, dass die danach sauber ist? Nein, Sie müssen am Anfang festlegen, was drin ist. Chiroflex zum Beispiel aus der Schweiz, man verkauft keine Schreibtischstühle mehr, sondern nur noch 10 Jahre gesundes Sitzen davon. Dann können die besten Materialien eingesetzt werden. Wenn ich eine Waschmaschine mache, wo ich nur 3000 Mal Waschen verkaufe, dann habe ich kein Interesse, eine Sollbruchstelle einzubauen, damit es nach der Garantie kaputt geht. Weil ich verkaufe ja den Waschvorgang. Dann kann ich die besten Materialien nehmen. Eine Miele-Waschmaschine kann dann anstatt 150 Kunststoffe eben mit 5 Kunststoffen gemacht werden. Das ist das erste Grün, was grün ist übrigens. Sonst haben Sie das Giftigste, was wir haben, ist das Grün von allen Pigmenten. Der grüne Punkt hat nur so getan, als ob. Heute ist der Verpackungsmüll pro Kopf viel höher als der 1990 war. Es ist kein einziger giftiger Schadstoff aus den Verpackungen rausgekommen. Immerhin hat schon was gebracht, der grüne Punkt. Ich glaube, etwa 50.000 Ehen wurden schon gerettet darüber. Ja, wenn sich Ehepaare, die sich Jahrzehnte nur noch in der Küche gegenseitig anschweigen, ja, können sagen, Schatz, muss ich den Deckel noch abziehen dazu? Muss ich ihn auswaschen? In welche Tonne geht er dabei? Also die Mülltrennung hat sicher viele Ehen zusammengehalten, aber für die Umwelt ist gar nichts dabei herausgekommen. Purer Ökologismus sozusagen. Es gibt viele inzwischen. Wir können zeigen, das sind Gebäude, wo die Luft besser ist als draußen. In Venlo zum Beispiel, Rathaus, dazu können Sie messen, sehen, was damit ist. Es gibt viele Leute, wo man das Gebäude als Materialbank dann nutzen kann, wo man die Dinge umsetzen kann. Wir sehen es im Bauwesen, setzt sich um. Bloß das Denken ist noch ganz am Anfang. Die Leute reden über Digitalisierung, aber sie haben die Dimension nicht verstanden. Sie meinen, wenn sie vom Auto aus ein- und ausschalten, das heißt Digitalisierung. Nein, es heißt zu fragen, was wollen die Leute wirklich haben? Zum Beispiel war ich in Regensburg bei BMW und die haben mir die Fabrik der Zukunft gezeigt. Ja, wie absurd, die haben 200 Roboter gekauft, aber niemand braucht den Roboter. Warum kaufen die Leute Roboter? Sie brauchen doch nur Schweißpunkte. Wenn Sie einen Roboter kaufen, dann zahlen Sie für jede Änderung, jede Programmierung, für jede Wartung davon. Wenn Sie aber die Schweißpunkte kaufen, dann hat der Hersteller ein Interesse, diese Schweißpunkte möglichst günstig zu liefern. Sonst muss der Roboter praktisch den Menschen die Arbeit wegnehmen, damit er ausgelastet ist. So kaufe ich genau das, was ich haben will. Die Schweißpunkte, giftige, gefährliche, langweilige Tätigkeit, die gehen an den Roboter. Aber das Denken ist noch nicht da. Überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Ich war aber in Freiburg gewesen, ähnlich wie Nürnberg. Davon denkt Freiburg, dass sie eine nachhaltige Stadt sind. Die Solarhauptstadt Europas, schimpfen sie sich. Ja, und da steht der Oberbürgermeister da von den Grünen, Herr Salomon, und zeigt mir die ganzen Solaranlagen. Und ich lache ihn nur aus, weil niemand braucht Solaranlagen. Ja, warum kaufen die Solaranlagen? Ich brauche doch nur Licht einfangen, oder?
Wenn ich die Solaranlage kaufe, habe ich sie am Hals. Ja. Eine Schüko-Solaranlage aus Bielefeld hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Inzwischen ist Schüko aus dem Geschäft rausgegangen. Die ganzen Solaranlagenhersteller sind alle verschwunden. Wissen Sie, weil natürlich die hochsubventionierten chinesischen Anlagen am Anfang 40% billiger sind. Aber die chinesische Anlage verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades. 20 Jahre gerechnet ist die Schüko-Anlage 30% billiger gegen die subventionierte Anlage. Das heißt, warum kaufen die Leute Solaranlagen, wenn sie doch nur Licht einfangen wollen? Ja? Jetzt verschwindet die Solarindustrie und wir machen die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und sagen, oh, der Umweltschutz ist uns so viel wichtig. Ja? Wie absurd, anstatt zu sagen, warum nehmen wir die Marktwirtschaft nicht ernst? Niemand braucht die Solaranlage, ich brauche das Licht einfangen dazu und daraus Strom machen. Das ist, was ich brauche. Wir können den menschlichen Fußabdruck feiern, gucken Sie nach davon. Wir können in anderen Ländern lernen. Die O Instituto Ambiental in Brasilien, davon, wir haben jetzt 150 Kläranlagen gebaut, wo man das Abwasser aus Favela-Siedlungen nimmt, um Nährstoffe zurückzugewinnen. Auf einem Hektar Land kann ein Bauer damit in der Größenordnung etwa 2000 Dollar erwirtschaften. Ja, er nutzt die Nährstoffe und macht damit Biogas. Damit ist Biogas sinnvoll. Er macht Wasserpflanzen. Hühner und Schweine und Fische werden gezüchtet. Und das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Das heißt, das eigentlich Schöne ist aber, das Nebenprodukt ist dabei, dass die Verbrechensrate in den Favelas um über 90% abnimmt. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, dann sind sie großzügig und freundlich. Wenn man aber sagt, das wäre besser, es gibt dich eigentlich gar nicht, dann werden die Menschen raffgierig und feindselig. Darum gibt es einen Verein. Und den Verein ist die Vorsitzende Monika Griefan, weil sie sagt, lass uns das jetzt umsetzen in der ganzen Fläche dazu. Es gibt in Nürnberg auch eine Gruppe, ist jemand da vielleicht? Zufälligerweise in Nürnberg auch eine Gruppe, nämlich hier davon. Und Monika Griefan erzählt jetzt, wie sich das in der Praxis umsetzt. Das brauche ich. Sie haben jetzt so ein bisschen erfahren, was die Idee hinter Cradle to Cradle ist. Also, dass alle Produkte neu erfunden werden, dass alle Stoffe wieder in Kreisläufe gehen, dass sie Nährstoffe für neue Produkte, für neue Verfahren sind und dass man Produkte eigentlich nicht mehr kaufen muss, sondern dass man eigentlich nur noch den Service kauft. Also das Waschen, das Durchgucken etc. Aber das ist natürlich neues Denken. Und wie ich schon erzählt habe, vor 20 Jahren war das eben nicht selbstverständlich und war eben auch nicht so einfach durchzusetzen. Noch eine kleine Nebenanekdote. Ich habe schon 1994 einen Antrag im Bundesrat gemacht, dass wir die Innenluft besser machen müssen und dass Kinder geschützt werden müssen. Das war aber nicht durchzukriegen. Also da habe ich keine Mehrheit für bekommen. Obwohl natürlich eigentlich allen klar sein muss, dass die Innenräume, weil besonders Kinder da sind, besonders geschützt sein müssen. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir müssen diese neue Denkweise, dass wir alle Stoffe eigentlich nur noch nutzen und sie für neue Produkte, neue Serviceleistungen dann wieder einsetzen können, dann ist das eine Änderung der Denkstruktur, wie man überhaupt an Produkte, an Design, an Verfahrenstechnik rangeht. Wir brauchen Ingenieure, die das so konstruieren. Wir brauchen eine Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Designer, die eben genau diese Produkte so entwickeln, und wir brauchen dann die Zusammenarbeit zwischen Designern, Ingenieuren und Marketingleuten, die daraus Konzepte machen, wie man eben ein Ding nicht mehr verkauft, sondern eben vielleicht nur ausleiht bzw. nur den Service verkauft. Die Zeit ist dafür jetzt günstiger als vor 20 Jahren, weil es jetzt ja inzwischen schon so etwas wie Sharing Economy gibt. Es gibt schon Leute, die eben Carsharing machen. Viele haben gar kein eigenes Auto mehr, zumindest in den Großstädten. Die jungen Leute sagen, wir wollen eigentlich gar nichts besitzen, außer vielleicht im Smartphone. Deswegen können wir eigentlich jetzt an dieses Konzept viel besser rangehen. Aber dafür muss es erstmal in die Köpfe. Es ist ein kultureller Wandel. Und das ist eigentlich genau der Punkt, den kulturellen Wandel hinzukriegen, dass Cradle to Cradle selbstverständlich wird. Das ist das, was wir uns mit dem Verein vorgenommen haben. Es ist ein gemeinnütziger Verein, da können Sie auch Förderer und Mitglied werden. Wir haben hier eine Liste, die rumgehen kann. Da können Sie ein Kreuz machen, wenn Sie gerne Informationen haben wollen, dann schicken wir Ihnen die. Sie können auch im Internet nachgucken, Cradle to Cradle e.V., da können Sie auch direkt sich nochmal weiter informieren. Wie wir arbeiten, es sind in Städten Menschen zusammengekommen aus ganz unterschiedlichen Berufen, junge, alte, die ihre Fähigkeiten einbringen, diese Ideen einfach zu verbreiten, dass eben Cradle to Cradle selbstverständlich wird.
das ist eigentlich die Schwierigkeit. Wir brauchen es in jedem Lebensbereich. Wir brauchen es in der Schule, in der Erziehung, wir brauchen es in der Ausbildung, damit eben die Berufe sich so orientieren, dass sie die Produkte anders herstellen. Wir brauchen es im Marketing, wir brauchen es in den obersten Etagen. Das heißt, der Chef muss dahinter sein. Und deswegen brauchen wir natürlich auch Menschen aus allen Berufen. Es nutzt eben nichts, wenn wir nur Chemiker haben, die mit Chemikern in den Firmen an den neuen Produkten arbeiten, sondern wir brauchen das breite Denken. Und wie gesagt, machen Sie mit. Wir haben inzwischen rund 40 Gruppen, etwa 500 Leute, die aktiv tätig sind, die ehrenamtlich tätig sind, und um das Denken einfach zu verbreiten. Und wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin, die sozusagen das vermittelt. Wir machen einmal im Jahr den Kongress. Da haben wir jetzt gleich keinen Film mit reingespielt, ne? Nee. Wo wir eben genau diese Vielfalt zeigen können. Und wir haben sozusagen regelmäßige Informationen, ein Magazin, das Nährstoffmagazin, was sozusagen diese Informationen auch rüberbringt. Und das Wichtigste ist eben, es ist eine Frage der Bildung. Das haben wir am Anfang schon gehört. Das humanistische Denken sagt, wir glauben an Bildung, wir glauben an Aufklärung, wir glauben, dass eben Menschen gut sind. Und ich sage immer, da habe ich meine Doktorarbeit übrigens drüber gemacht. Wir sind ja kulturelle Wesen, das unterscheidet uns von Tieren und Pflanzen. Wir können gestalten, wir können etwas ändern und wir können positiv gestalten. Und das versuchen wir mit dem Verein. Und da versuchen wir eben, die Dinge so auf den Weg zu bringen, dass das in breite Geschichten der Gesellschaft reingeht. Und es wäre eben ganz toll, wenn wir da noch ganz viele Mitstreiter bekommen. Jeder kann mitmachen, jeder kann mit seiner Fähigkeit mitmachen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Man muss eben nicht Ingenieur sein, man muss eben nicht Chemiker sein, sondern man kann mitmachen, wenn man, ja, wir haben zum Beispiel jemanden dabei, der kann wunderbar tischlern, der macht eben dann eben die Stände. Wir haben jemanden dabei, der schreibt schöne Texte. Wir haben jemanden dabei, der kann gut organisieren. Also es sind ganz unterschiedliche Qualitäten und das ist eigentlich das Wesentliche. Und wichtig ist eben, dass wir diese Denkweise, dass wir die neuen Produkte einfach überhaupt auf den Markt kriegen. Und da brauchen wir natürlich in den Firmen ein vielschichtiges Denken, was sozusagen ineinander vernetzt ist. Bitte. Sehr, sehr gut. Also wir haben natürlich viele Firmen, die schon in Cradle-to-Cradle Produkte machen, die Michael vorhin ja auch gezeigt hat, die da eben auch mitmachen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass wir Firmen bekommen, die mitmachen, die vielleicht erst am Anfang sind und sagen, ja, wir wollen uns eigentlich dahin orientieren und wir wollen erstmal sozusagen die Ideen weiterbringen. Das Wichtigste ist wirklich, dass wir die Vernetzung zwischen den verschiedenen Sphären hinkriegen. Das ist eigentlich das ganz Schwierige. Also ich persönlich unterrichte an der Technischen Universität Hamburg-Harburg Ingenieure, um ihnen sozusagen eine andere Denkweise zu geben. Denn meistens lernen Ingenieure ja etwas zu konstruieren und mit einem CAD-Programm am Computer Dinge weiterzuentwickeln. Aber sie müssen einfach querdenken. Sie müssen einfach sozusagen Produkte neu denken und sie müssen zum Beispiel auch mal zulassen, dass man mit Designern zusammenarbeitet. Und umgekehrt müssen die Designer vielleicht auch mal drüber nachdenken, neue Materialien zu nehmen. Und eben nicht, weil es vielleicht gerade glänzend aussieht, ein PVC, was dann hinterher einen Weichmacher hat, was ja sozusagen dann in den Körper reingeht. Das beste Beispiel ist, wird immer so wunderbar beschrieben, wie toll das doch ist, dass man Recycling macht mit der Freitagtasche. Das kennen Sie vielleicht auch, diese Tasche, die aus LKW-Planen gemacht ist. Das ist genau ein Beispiel, wie es nicht sein darf. Ja? LKW-Planen sind aus PVC mit Weichmacher. Und wenn man da Taschen draus macht und dann ein Student, die in seinem Einzimmerwohnung neben sich stehen hat, dann hat er genau diese ganzen Materialien, die in seinem Körper sich anreichern. Das ist eben ein sehr schlechtes Beispiel. Man muss eben die Dinge neu denken. Man muss eben neue Materialien entwickeln und positiv aussuchen, welche Substanzen da reingehören. Und das ist manchmal eben eigentlich viel einfacher, weil wenn man weniger Materialien oder weniger Substanzen hat, ist es auch billiger. Man hat weniger Abfall, man hat weniger Lagerungsnotwendigkeiten. Aber dieses Denken erst reinzukriegen, dafür brauchen wir viel Unterstützung in allen Lebensbereichen. Und ja, das wünschen wir uns sehr. Und da werden wir, glaube ich, nach der Pause einfach weiter dran reden und diskutieren. Herzlichen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich will Ihnen dann auch noch ein paar Beispiele praktischer haben. Es hört sich so im Moment noch sehr theoretisch an dazu. Da gibt es dann Videos drin davon, die ich Ihnen zeigen will. Das ist nicht so, gerade weil Sie fragen, was ist mit Firmen davon los. Die Grundidee ist aber eben die, die eben mit diesem humanistischen Salon zusammenhängt. Begreifen wir die Menschen als Chance für diesen Planeten oder als Belastung? Ja?
Wenn wir sie als Chance begreifen, dann werden sie zur Chance. Wenn wir sie als Belastung verstehen, dann werden sie zur Belastung. Und das kann ich Ihnen an vielen Beispielen dann zeigen. Nur, wir sind in der Tat jetzt dabei, dass wir jetzt handeln müssen. Ein IKEA-Katalog vor 30 Jahren in Deutschland gedruckt. Und IKEA druckt immer noch 300 Millionen Kataloge zweimal im Jahr. Davon 400 Gramm schwer. Hatte vor 30 Jahren 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung nicht erlauben. Das bedeutet, das Recycling führt dann dazu, dass die Schlämme als in Kartons gehen, als Füllstoffe. Das nennt sich dann Kreislaufwirtschaft. Und mit jeder Pizza auf dem Karton, auch die Sie in der Kühltruhe kaufen, dazu essen Sie ein Drittel einer Visitenkarte an Gewicht etwa mit sozusagen an Druckchemikalien, weil das da rausgeht. Davon heute haben die Druckerzeugnisse, wie gesagt, 50 giftige Stoffe drin. Jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt werden die IKEA-Kataloge in China gedruckt, haben wieder 90 giftige Stoffe drin, werden nach Frankfurt eingeflogen und wir machen damit das Recycling der 90 giftigen Stoffe. Darum muss das Papier einfach jetzt so gemacht werden, dass es kompostierbar ist, damit die ganzen Dinge, die mit Papier zusammenhängen, für biologische Kreisläufe sind. Ein bisschen weniger schädlich hilft uns dabei nicht. Das verursacht nur wahnsinnig große Kosten. Und wir sagen, ja, für den Umweltschutz ist uns das wichtig. Darum müssen wir jetzt handeln. Wir müssen Ziele bestimmen. Das möchte ich nachher in der Diskussion sagen. Was ist denn wirklich das Wichtigste? Wo können wir persönlich handeln? Was können wir umsetzen? Und nicht so ein bisschen Plastiktüten gegen Papiertüten und solche Dinge zu besprechen. Denn sonst sind wir nur selber ein Teil einer Ökologismusmaschine davon. Wir tun dann so, als ob. Nein, lasst uns die Dinge wirklich ändern. Wir sollten das entschiedene Vorgehen nicht immer nur den Terroristen überlassen. Vielen Dank. Jetzt ist Zeit für Fragen und für Stellungnahmen. Wer möchte sich melden? Ich würde gerne am Anfang noch mal was zusammenfassen, dass Sie verstehen. Und mir geht es ausdrücklich, und die Leute, die hier das mit organisieren, könnten ja damit einsteigen. In den letzten 2 Jahren sind in der Schweiz 2/3 aller Druckbetriebe verschwunden. Weil es lohnte sich jetzt schon, Werbebroschüren, Monatszeitungen, Wochenzeitschriften etc. gesehen, in China zu drucken und es hierher einzufliegen. Wir machen nachher die Hightech-Entsorgung für diesen Müll, anstatt ein Papier zu machen, was perfekt kompostierbar ist. Wir können jetzt alle Zutaten heraussuchen dafür, dass es auch für Neonazis geeignet ist, das Material. Wissen Sie, die verbrennen so gerne Bücher, dann können Sie mit gutem Gewissen Bücher verbrennen, natürlich, klar. Nein, das war ein Scherz, Entschuldigung. Also, was ich damit sagen will, ist, es geht jetzt darum, die Firma Googler, das ist ein Werbevideo einer Firma, die beschäftigt 100 Leute, davon Druckerzeugnisse zu machen, die perfekt kompostierbar sind. Und das fasst aber die Botschaft nochmal zusammen, was Cradle to Cradle ist. Das ist ein 4-Minuten-Video und das wollte ich Ihnen am Anfang nochmal zeigen als Einstimmung auf die Grundideen, die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Das bedeutet nämlich, wenn Sie ein Toilettenpapier zum Beispiel haben, verseuchen Sie im Moment mit jedem Kilo Toilettenpapier über 1 Million Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert, weil die Chemikalien für das Toilettenpapier oder auch beim Recyclingpapier nie für biologische Kreisläufe gemacht worden sind. Das ist das Erste in Schwarz, weil das Schwarz ist reiner Kohlenstoff. Vielleicht nochmal zur Erklärung, Cradle to Cradle heißt von der Wiege zu Wiege und nicht von der Wiege zu Bahre zu denken. Und natürlich muss es erst aus Amerika kommen, damit es akzeptiert wird. Das ist halt nun mal so. Es könnte auch Wiege zu Wiege heißen, nur dann würde es in Holland oder in Belgien oder in Dänemark oder in Schweden nicht akzeptiert werden, allein weil es halt aus Deutschland kommt. Insoweit gesehen, das ist das Schwarz, ist eben reiner Kohlenstoff, der zurück in die biologischen Systeme gehen kann. Darum ist es eben das neue Grün ist sozusagen Schwarz dabei, weil es kein Grün gibt, was grün ist, erstaunlicherweise. Und hier ist ein Video dieser Firma Googler, die das zeigt, wie das gehen kann. Österreich ist Weltmeister in Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind.
Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet Take, Make, Waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Googler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution. Also wie wäre es, wenn Sie in Nürnberg sagen, wir möchten die Stadt sein, die alle Drucksachen so haben, dass sie kompostiert werden bis 2020, dann hätten die Druckbetriebe hier eine Chance. Sie werden sonst verschwinden, verstehen Sie? Sie werden sonst einfach verschwinden und Sie werden für chinesische Druckerzeugnisse, so jetzt sind schon die Broschüren, die in den Zeitungen beigelegt werden, werden schon in China gedruckt davon und sonst machen wir nur das Recycling für diesen Müll. Und wir sind so auf halbem Wege halt stecken geblieben und haben viel Geld ausgegeben. Jetzt können wir wirklich so drucken, dass das Drucken gesund ist. Das ist nicht nur für die Zeitung natürlich wichtig, denn wenn die Monatszeitungen und die Kataloge in Asien gedruckt werden, dann wird der tagesaktuelle Druck viel teurer, weil sie dann immer wieder die Druckpresse praktisch anwerfen müssen für jede tagesaktuelle Zeitung. Das heißt, die tagesaktuelle Zeitung wird dadurch 3 bis 4 Mal teurer zu drucken, wie wenn ich auch die anderen Dinge mitdrucken kann, die ich sonst sozusagen hätte, die Werbebroschüren und Kataloge etc. Darum ist es wirklich wichtig, denn wenn Sie die Druckbetriebe dann nicht mehr haben, dann wissen Sie zwar, wie es geht, aber Sie werden es nicht mehr ändern. Das heißt, Sie sind überall im Elternbeirat, in der Schule, in der Kirche, im Gesangverein etc. Überall haben Sie mit Druckerzeugnissen zu tun davon. Und wenn Sie das organisieren, dann tun Sie mehr, wie wenn Sie ein bisschen Papier sortieren oder wenn Sie nur ein bisschen Müll trennen etc. gesehen. Und das können Sie auf lokaler Ebene umsetzen. Davon. Das gibt es jetzt mit den großen Herstellern von Druckfarben davon, die haben diese Farben auch im Sortiment. Das ist nicht teurer, es geht nur noch um die Umstellung. Wenn aber die Firmen weiter so ausbluten, können sie nicht mal einen Tag Zeit sich nehmen, die Anlage umzustellen, weil sie einfach das Geld verdienen müssen dazu. Und sie verschwinden dann umso schneller sozusagen, weil sie
darum geht es wirklich darum, jetzt zu handeln. Und das ist eins dieser Beispiele, was wir Ihnen zeigen können. Und das ist für jeden nachprüfbar davon. Damit entstehen, wie gesagt, Druckerzeugnisse, auch Verpackungen, die wirklich für biologische Kreisläufe geeignet sind. Das ist wichtig, weil das Altpapier geht nachher ja in alle möglichen Anwendungen, wie Dämmstoffe zum Beispiel, Gipskartonplatten. Und dort haben Sie überall dann die giftigen Stoffe drin, wenn Sie Ihr Gebäude versiegeln. Asthma ist häufigste Kinderkrankheit in Deutschland bei weitem davon. Und das heißt, die machen das Falsche sonst perfekt. Der Papierweg ist damit ein entscheidender. Dankeschön. Ich sehe die erste Wortmeldung. Jeder von uns muss einkaufen gehen in Supermarkt, in andere Läden. Und im Supermarkt gibt es ja heutzutage praktisch keinen Artikel, der nicht irgendwie verpackt ist, entweder Kunststoff oder Metall. Was tut ein Normalbürger, der muss ja einkaufen gehen, was tut er? Vermeiden kann er ja nicht den Abfall. Ist trotzdem noch sinnvoll, dann die Plastikverpackungen zu separieren und Metallverpackungen zu separieren? Oder ist es besser, diese Separation überhaupt sein zu lassen in der jetzigen Situation? Beziehungsweise gibt es eine Perspektive, eine Hoffnung, eine realistische Hoffnung, dass all diese Verpackungsmüll, diese Rohstoffe so gemacht werden können, dass sie recycelbar sind? Also im Moment sehe ich das ja nicht. Ja, also vielleicht erstmal als erstes, natürlich ist es sinnvoll zu trennen, aber das Wichtige ist die Nachfrage, dass man eben sagt, wir möchten gerne Verpackungen haben, die tatsächlich so beschaffen sind, dass sie auch wieder zu Verpackungen bzw. zu anderen Kunststoffmaterialien gemacht werden können. Kunststoff per se ist ja nicht schlecht, es ist nur die Frage, wenn es sozusagen ein Mischmasch von Stoffen gibt und besonders wenn es PVC-Verpackungen, die es leider immer noch gibt, in den Verpackungsmüll mit reinkommen, dann werden alle Chargen, die recycelt werden, damit im Prinzip kaputt gemacht. Und dann wird nichts anderes damit gemacht, als es dann in eine Verbrennungsanlage zu packen und dann thermisches Recycling zu nennen, was natürlich ein schlechter Begriff für ein schlechtes Recycling ist. Also wichtig ist, danach zu fragen. Ich kann nur berichten, wir haben zum Beispiel beim Tag der Niedersachsen schon ganz früh in den 90er Jahren angefangen, die heute üblichen Plastikbecher für Getränke auszugeben, die man so mit Pfand bekommen kann. Ja? Die können 60 Mal gewaschen werden und hinterher werden sie wieder eingeschmolzen und neue Becher draus gemacht. Das Gleiche gilt natürlich für diese ganzen Kaffeebecher. Ja? Also diese Kaffee-to-go-Krankheit, ja, die 3 Milliarden Becher pro Jahr alleine in Deutschland produzieren, die im Prinzip dann Müll sind, die im Meer landen und die eben nicht recycelt werden können, weil das wieder Mischmaterialien sind. Das sind die Dinge, wo man selber was tun kann. Aber dann eben auch die Nachfrage nach der Frage, welches Verpackungsmaterial wird verwandt, damit es eben in gleicher Form wieder genutzt werden kann. Das ist der entscheidende Punkt und dass die richtigen Inhaltsstoffe auch drin sind. Da gibt es sicherlich schon welche, die haben das und da muss man nachfragen. Und da muss man so einen Supermarkt auch mal nerven und sagen, ich will jetzt nicht mehr die, wo das PVC drin ist, beschafft bitte auch mal die anderen. Also der Kunde hat schon Möglichkeiten, auch die Angebote zu ändern. Also vielleicht eine Ergänzung. Ich meine, Sie haben ein Recht, die Verpackungen zurückzubringen. Ja. Und das gilt für alle. Schnappen Sie die doch und hören Sie auf, sozusagen der Allgemeinheit das Problem sozusagen zu lassen. Wenn Sie in den Laden zurückgehen, davon, das machen nur 5 Leute, dann müssen die jemand Zusätzliches einstellen dafür. Packen Sie die Verpackungen an und sagen, ich bringe sie Ihnen zurück. Ich habe sie bei Ihnen gekauft. Alles, was ich nicht kompostieren kann oder was ich nicht in meinem Ofen verbrennen kann, muss zurück zu demjenigen, der es hergestellt hat. Dann hat der das Problem. Ich habe doch nur die Nutzung gehabt. Und das gilt natürlich, Verpackung ist ein viel weiterer Begriff, denn alles ist ja irgendwie Verpackung oder Inhalt. Ja, eine Zeitung ist eine Informationsverpackung, eine Windel ist eine Baby-Einweg- oder Mehrwegverpackung sozusagen. Ja. Schuhe sind Fußtransportverpackungen zum Beispiel. Ja. Häuser sind Menschenumverpackungen, Autos sind Menschentransportverpackungen. Das heißt, das, was wir über den Verpackungen lernen, können wir auf alle anderen Dinge mit übertragen. Wenn wir zum Beispiel diese 5000 Windeln so ändern, davon, dass also die Einwegverpackung entweder eine wiederbefüllbare Babyverpackung sozusagen, ja, das könnte man aber nicht mit Baumwolle, sondern mit einer Mikrofaser, die tatsächlich eben im Kreislauf eingesetzt werden kann, dann können Sie ein Baby mit 25 Windeln großziehen.
davon. Nur in Nürnberg braucht man den Heizwert in der Verbrennungsanlage, um es klar zu haben. Drum handelt man dazu nicht. Das heißt, aber wenn man die Windeln einsammeln würde, den Wasserspeicher so ändert, dass er nicht aus Polyacrylsäure besteht, sondern aus Zellulose, dann den unseren Wasserspeicher sammelt mit einem Gramm 2 Liter Wasser speichert der. Ja. Das ist wirklich, sind tolle Materialien eigentlich. Dann könnte man es einsammeln, könnte daraus ein Substrat machen, drum am Schluss das Schlussbild, das ich Ihnen gezeigt habe. Dann könnte man in Israel oder in Tunesien mit einem Baby 150 Bäume pflanzen. Ja, die Wasserspeicher nutzen, die Nährstoffe nutzen, dann könnte das Baby kohlenstoffpositiv sein, das ganze Leben bloß durch die Windeln. Ja, darum eben den Fußabdruck zu feiern. Nur, was ich Ihnen ausdrücklich sagen will, machen Sie nicht Ihr Problem. Das ist, Ihr Leben ist kurz davon. Warum sollen Sie andere Leute Probleme lösen? Sie haben nach dem Inhalt nachgefragt und die Verpackung bringen Sie zurück. Packen Sie sie einfach in die Tasche rein dazu und sagen, hier habt ihr sie wieder. Wir werden jetzt mit einer dieser großen Ketten einen D-Shopping machen, also einen D-Einkauf. Ja, man kauft ein und dann, wenn man zum Einkaufen zurückgeht, wir können im Laden zwischen 60.000 Produkten unterscheiden und zu Hause zwischen 3 Tonnen. Natürlich haben wir zu Hause nicht den Platz, also es gibt es zu dem Einkaufsladen auf der einen Seite einen D-Einkaufsladen, wo ich alle Dinge wieder loswerte, die ich nicht haben will. Und das sind viele Dinge, die durchaus gut funktionieren. Ich meine, wir untersuchen Fernseher, 2 Drittel der Fernseher, die abgegeben werden, sind noch voll funktionstüchtig. Die sind gar kein Müll von vornherein. Das heißt, wir können dann Materialien tatsächlich wieder zurück einsetzen davon. Und nicht nur eben die Verpackungen, sondern alles ist praktisch Verpackung oder Inhalt. Dankeschön. Nächste Frage hier in der Mitte. Ja, ich sehe ja dieses Emblem da, diese zwei Kreise, daran erkennt man Produkte, die nach diesem Prinzip arbeiten oder hergestellt sind. Wo finde ich denn diese? Gibt es eine Liste mit Märkten, die diese Produkte führen? Oder ich habe bisher noch nicht drauf geachtet. Es ist nicht so, dass alle Produkte gekennzeichnet sind, weil das heißt ja, dass sie dann ein Label haben müssen. Und um das Label zu bekommen, müssen sie ja dann eine Prüfung durchlaufen. Das ist aber gar nicht unbedingt in unserem Interesse. In unserem Interesse ist ja, dass die Firmen möglichst umstellen, auch wenn sie das Label nicht machen. Deswegen ist es eigentlich so, dass es ganz schwierig ist, jetzt zu sagen, ja, es gibt die und die Produkte, die schon ein Label haben. Die gibt es natürlich. Da kann man auch auf der Seite nachgucken. Cradle-to-Cradle-Certified.org. Aber es gibt eben wesentlich mehr Produkte, die schon in der Idee oder inspiriert davon gemacht worden sind. Das ist natürlich die Kompliziertheit, dass wir das jetzt nicht sozusagen im Großen zeigen können, weil die nicht dieses Label haben, ja, weil da nicht zertifiziert ist. Also da muss man dann sozusagen ja ein bisschen einfach stöbern oder nachgucken, wenn man neue Produkte kauft, wie einen Staubsauger oder wie einen Fernseher oder sonst was, da muss man halt eben dann mal auf den Seiten nachgucken. Das ist im Moment noch mehr Arbeit, als wenn man da einfach nur so ein Label drauf hat. Also ganz direkt fragen, ich würde versuchen, Sie dann gar nicht unbedingt perfekt zu sein. Wenn Sie die Leute danach fragen und sagen, habt ihr Dinge, die so sind, dass sie entweder kompostierbar sind oder dass sie von euch zurückgenommen werden, dann müssen die Leute das 7-mal gehört haben, bevor sie das anders machen. Weil wie gesagt, durch Religion, durch Kultur sind wir eigentlich geprägt, zu sagen, weniger schlecht sein zu wollen. Das ist halt so. Und darum eben ist dieser Rahmen auch wichtig, dass es erstmal das Denken anders ist. Ja? Was ich als erstes machen würde, ist, Sie haben hier die Biofach, das ist die weltgrößte Biomesse überhaupt. Und wir brauchen ein neues Bio, wo wir dabei sind. Ja? Sagen, es ist nur Bio, wenn mein eigener Phosphor dabei ist davon. Ja? Der Biobegriff, den wir jetzt haben, ist religiös inspiriert, vor etwa 100 Jahren entstanden. Aber wir brauchen ein Bio, was zum Beispiel aktiv die Artenvielfalt unterstützt. Steht nicht drin. Ja, es steht auch nicht drin, dass der Boden erhalten werden muss mit einem Bio davon. Wenn wir so sagen, hey, wir machen ein neues Bio, wir tun uns hier zusammen und erklären, wie Bio wirklich aussieht, wo wir dabei sind, davon, dann komme ich zu völlig anderen Dingen. Der jetzige Biolandbau erlaubt zum Beispiel die Verwendung von Kupfer als Spritzmittel. Wie albern, das war damals, war Kupfer ein Mangelelement. Aber heute ist Kupfer drastisch im Anstieg im Kompost, weil wir keinen Grünspan mehr auf den Dächern kriegen von dem Kupfer, von den Dachrinnen, weil der Schwefel raus ist, darum gibt es kein Kupfersulfat mehr, aber die Stickoxide sind immer noch da und die bilden immer noch Salpetersäure und es wäscht sich aus und reichert sich an. Darum ist Kupfer als Spritzmittel eine völlige Dummheit einfach heute, das zuzulassen. Also wir brauchen ein neues Bio, was wirklich, wo wir dabei sind. Und darum ist der humanistische Salon so wichtig, weil wir eben ein Teil dessen sind.
Und ich würde mich also auf die Dinge konzentrieren. Oder wenn Sie nur die Verpackungen und die Gegenstände nehmen, es gibt inzwischen etwa 10.000 Cradle-to-Cradle-Produkte sozusagen. Und es gibt auch welche, die Sie nachfragen können. Also die Bad Heilbrunner zum Beispiel, Heiltees sind alle mit kompostierbaren Druckerzeugnissen gemacht. Fragen Sie die nach, wie Sie das gelernt haben, gehen Sie dann zu Ihrer eigenen Firma, die was anderes hat, wo Sie die Marke gerne sehen davon und sagen, warum macht ihr das eigentlich nicht? Wenn ich nur frage, wie ich mich selber in Sicherheit bringen kann davon, dann bin ich die ganze Zeit nur mit meiner eigenen Gesundheit beschäftigt und mit meinem eigenen Schaffen. Es ist wichtiger, in die Gesellschaft zu wirken und sich deshalb zusammenzutun, im Rotary-Club mitzumachen, im Kirchengemeinderat mitzumachen, wenn man will, oder im Gesangverein oder im Schützenverein, ist mir egal davon, aber sich als soziales Wesen zu begreifen. Und gemeinsam kann man das, wenn man vereinzelt nachguckt, kann man gucken, Cradle to Cradle zertifiziert, gibt es im Internet, aber dann habe ich 5, 6 Produkte gekauft, na und? Ich habe mich dann genauso beschäftigt gehalten davon. Es ist wirklich, dass die Gesellschaft anders denkt, dass sie begreift, die Menschen als Chance zu sehen und nicht als Belastung. Das ist das. Und dann benehmen sich die Menschen ja auch so. Gut, also gefragt ist eine Art geistiger Phasenübergang, der herbeigeführt werden muss. Nächste Wortmeldung war hier. Der geistige Phasenübergang, wie mache ich den denn in ein bestehendes, sagen wir mal, Wirtschaftssystem? Jetzt haben Sie schon gesagt, das Mindsetting von dem, worüber wir gesprochen haben, ist ein gänzlich anderes, nachdem das Wirtschaftssystem im Moment funktioniert. Wenn ich so eine Idee, jetzt im Beispiel der Druckerei, wenn ich hier in irgendeine Druckerei reingehe und sage, ich habe ja eine tolle Idee und das macht Sinn und ist vernünftig, die Antwort, die ich natürlich logischerweise kriege, ist, wie schaut das Businessmodell aus, wie verdiene ich mein Geld und wie soll ich auch den Übergang von dem jetzigen in dieses neue System machen. Was wäre denn ein plausibler Ansatzgrund, zu sagen, das ist schlau, weil ich muss ja zwei unterschiedliche Denksysteme in Passung bringen, sonst bleiben wir ja nur unter uns. Leider ist es ja so, dass immer das Umstellen erstmal kostet, auch wenn es hinterher Gewinne bringt. Also das ist ja genau das Problem. Michael hat mal mit CD ein Duschgel analysiert. Da waren 29 Substanzen drin, die alle 29 Lagermöglichkeiten und so weiter. Die waren zwar alle billig, aber in der Summe war das eigentlich teurer als die hinterher ausgesuchten 9. Und genau das ist dann das Businessmodell, wenn man das Gesamtkonzept betrachtet. Was kostet nicht nur das Produkt selber in der Herstellung, sondern die Lagerung, die Entsorgung von dem, was ich dann übrig habe und so weiter. Das ist sicherlich erstmal Überzeugungsarbeit, aber das ist genau der Punkt. Hinterher kostet es alles weniger und zwar auch individuell. Also wir haben das auch festgestellt, zum Beispiel das Rathaus in Venlo, was Michael ja auch gezeigt hat, hat festgestellt, sie sind unter dem Preis geblieben hinterher, als sie das gebaut haben. Und sie haben es gemeinsam mit den Bürgern bzw. auch den Mitarbeitern gebaut. Und hinterher ist das Klima so viel besser, dass die Leute weniger krank sind. Also das heißt, in der Gesamtbetrachtung ist es häufig eben sehr viel besser. Nicht direkt nur in dem Einstieg. Das ist das Problem. Der Einstieg mag erstmal teurer sein, wenn man es umstellen muss. Ne? Man muss es eben ganz betrachten. Aber es ist trotzdem eher die Frage des Denkens. Wissen Sie, unsere essbaren Bezugsstoffe sind 20% günstiger, weil die Zuschnitte als Torversatz in Gärtnereien gehen können. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher. Wenn ich positiv festlege, was vorher drin ist, dann muss ich nachher nicht nachher Sondermüll entsorgen. Das Produkt ist dafür gemacht. Das heißt, es geht eher darum, jetzt das als Innovationschance zu begreifen. Und es liegt eher sozusagen jetzt daran, dass wir denken, es geht ein Umweltthema, dabei ist es ein Innovationsthema. Wir können jetzt die 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion als Innovationschance nehmen. Das Glas ist jetzt halb voll und nicht halb leer. Nur darum ist es so wichtig, so einen Kreis wie den zu haben. Es ist die Frage, was ist unsere Rolle? Was sind wir als Menschen davon? Und in einer Gesellschaft, die bisher, wenn der grüne Oberbürgermeister in Freiburg es noch nicht verstanden hat, ja, dass es eine Dienstleistung ist, die er hat und er darf sich den Müll an den Hals holt davon, dann wissen Sie, es braucht einen langen Prozess davon. Aber unser Hauptbüro in Hamburg ist in dem alten Rathaus von Hamburg von 1380 davon, wo nach der Legende zum ersten Mal in deutscher Sprache die Menschenrechte erklärt worden sind. Ja. Zwischen der Erklärung der Menschenrechte und dem Wahlrecht für Frauen sind in Deutschland über 150 Jahre vergangen. Wissen Sie, 150 Jahre haben die Leute gesagt, Frauen sind ja vielleicht doch zu emotional oder sind nicht intelligent genug oder sie sind nicht gebildet genug. Dann verstehen Sie, dass solche Änderungen Zeit brauchen. Nur das Problem ist, dass die Zerstörung so schnell geht. So
sonst können wir uns einfach hinsetzen und sagen, irgendwann werden die Menschen das schon verstehen. Aber das, darum brauchen wir Unterstützung. Und in dem Fall kann ich mal, ich weiß ja sonst nicht allzu viel Gutes über die CSU-Landesregierung zu sagen, aber die bayerische Landesregierung hat verstanden, dass es eine Frage der Wirtschaftsförderung ist. Wenn Sie hingehen zu einem Drucker und sagen, da gibt es Geld dafür, für deine Umstellung, dann gibt es im Wirtschaftsministerium Geld dafür, so wie in Österreich auch. In Österreich haben die für die Umstellung dieses Betriebes 3,5 Millionen Euro gekriegt davon, weil die gesagt haben, wir möchten, dass es unsere Wirtschaft unterstützt wird. Weil denselben Dreck können die anderen viel billiger machen. Aber wenn Sie dann sagen, in Eltern, zum Beispiel der Verlag Kosmos dazu, der Klett-Verlag macht jetzt Schulbücher davon, die perfekt kompostierbar sind. Wenn Sie sagen, ich möchte nur für meine Schulklasse für das haben, so, dann ändern Sie das. Ja. Nur ist, wie gesagt, wir müssen da jetzt ein bisschen schneller sein, weil 150 Jahre haben wir dazu nicht, weil dann wird irgendwann so viel Geld für die Reparatur der Zerstörung brauchen, dass wir gar nichts Neues machen können. Nur wie gesagt. Und eben die Materialien dann auch weg sind. Ja, also Phosphor ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der viel endlicher ist als Öl. Ne? Also wir reden immer vom Peak Oil, aber Peak Oil gibt es eigentlich nicht. Also Peak Phosphor gibt es. Ja, aber darum sage ich halt eben nicht dieses bedingungslose Grundeinkommen. Wir werden jetzt ganz viele Arbeitsstellen verlieren davon, von Leuten, weil einfach tatsächlich Spracherkennungsmaschinen das übernehmen etc. Aber wir brauchen doch die Zeit und die Leute davon. Darum ein bedingungsvolles Grundeinkommen zu sagen, solange wir tätig sind, und wie gesagt, das ist mir egal, ob es im Schützenverein oder sonst wo ist, solange wir für die Allgemeinheit tätig sind, werden wir bezahlt, nicht bedingungslos. Weil warum soll ich denn sozusagen jemand etwas geben, der selber überhaupt nicht willig ist, sich zu engagieren? Also das daran zu binden und zu sagen, solange wir gesund sind, sind wir tätig. Jemand, der Alzheimer hat, braucht etwa 6 Leute um sich herum, die wirklich für die Person Zeit haben. Und diese Person müsste ich schon kennen, solange sie nur schwache Symptome davon hat. Dann ist Alzheimer eigentlich gar keine schlimme Erkrankung. So, wissen Sie, Sie kommen aus der Ursuppe und Sie gleiten wieder in die Ursuppe zurück, so wie Sie ja nach, als Kind ja auch erst sozusagen nach und nach Dinge lernen. So verlernen Sie halt die Dinge nach und nach. Aber wenn Sie niemanden um sich herum haben, dem Sie trauen können, wenn Sie niemanden kennen, wenn Sie niemanden haben, der wirklich da ist und Sie auch einfach anfasst und sagt, du, ich bin hier, hab keine Angst, dann ist Alzheimer so ziemlich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber es braucht Zeit, es braucht Menschen, die gesund sind, die dafür denn da sind. Und das ist für die Voraussetzung. Ja, aber darum eine gesellschaftliche Diskussion über unsere Rolle und nicht zu sagen, wir haben ein Alter und dann gehen wir 5-mal die Seitenstraße rauf und runter, sozusagen, weil wir ja sonst etwas verpasst haben im Leben. Das ist die Gesellschaft muss sich anders aufstellen, weil meine Studenten werden jetzt so bezahlt wie vor 30 Jahren. Ja, davon. Also wir denken, es ging der Gesellschaft besser, aber wir nutzen unsere jungen Leute praktisch aus davon, weil das einfach nicht geht. Keine Gesellschaft kann die Leute für so lange bezahlen, nichts zu tun. Ja, bevor ich dann gleich auf die andere Seite des Raumes komme, war die nächste Wortmeldung hier. Wolfgang Wuschek, mein Name. Ja, ich habe mich intensiver mit Cradle to Cradle beschäftigt. Mich fasziniert die Idee der großen Wiederverwendung, der Reduktion um giftige Stoffe in den Produkten, alles ganz klar. Sie sprechen immer wieder, und das ist gerade in Ihren Büchern und anderen Vorträgen sehr stark zu entnehmen, vom intelligenten Verschwenden. Welche Produkte gibt es denn heute konkret, wo eine intelligente Verschwendung schon möglich ist? Es gibt in der Cradle-to-Cradle-Datenbank, was ich gesehen habe, ungefähr 600 Produkte. Welche von denen kann ich heute schon verschwenden? Ja, die Provokation, und das ist ja auch das Thema, was Sie hier sehen können dazu, wo tatsächlich die forsche Rede gefordert ist. Die Provokation ist natürlich da, wenn man von Verschwenden redet. Nur sobald Sie verstehen, dass die Natur verschwenderisch ist, sobald sie mehr als genug Energieeintrag hat, und wir haben über 20.000 Mal mehr Energieeintrag auf dem Planeten, als wir sie brauchen, dann schaffen wir eine Kultur der Großzügigkeit und nicht die des Vermeidens, des Sparens, Verzichtens und Reduzierens. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Produkten. Wir haben allein mit Puma zum Beispiel 128 Produkte entwickelt, Puma InCycle hier aus der Nähe, ja schließlich davon, wo sie wirklich den Kavalierstadt an der Fußgängerampel machen können, ja, also verschwenderisch mit dem Schuhabrieb umgehen können, weil er für die Biosphäre gemacht ist. Verstehen Sie, wo sie tatsächlich eine Kleidung, die da ist, so haben, dass sie wirklich in die Biosphäre zurückgehen kann, dann können sie die tatsächlich nutzen,
Aber es geht darum, ums Denken dafür. Solange Sie natürlich Dinge mit Öl etc. herstellen dazu, müssen Sie sagen, na ja, lasst uns bitte die richtigen Energiequellen dazu haben. Ja. Also nur schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an, der verschwendet. Er vermeidet nicht, er vermindert nicht, er reduziert nicht. Nur alles, was er macht, ist nützlich für die anderen Lebewesen auch. Um dieses Denken geht. Es geht um die Kultur der Großzügigkeit. Dann können Sie Papier in der Tat einsetzen, dass es in der Biosphäre nützlich ist. Sie können Verpackungen wegwerfen in dem Sinne davon. Wir sagen immer, die Leute im Süden haben kein Umweltbewusstsein, weil sie die Sachen wegschmeißen, wo sie gehen und stehen. Aber eigentlich ist es das Richtige, damit so umzugehen, weil ich damit den Boden Fruchtbarkeit zurückbringe. Bloß ich habe die falsche Verpackung. Ja, in China schmeißen die Leute jeden Tag 60 Millionen Styroporverpackungen aus den Zügen allein heraus. Das nennt sich weiße Verschmutzung im doppelten Sinne, weil sie meterhoch Styroporberge hatten. Früher haben die Leute aus den Zügen ihre Bananenblätter und ihre anderen biologischen Verpackungen rausgeschmissen, verschwenderisch nicht gesammelt und sie in eine Deponie gebracht. Das waren früher die fruchtbarsten Gemüsebeete. Diese Kultur, darum geht es, weniger zu sagen, jetzt nimmt die Produkte und verschwendet sie, denn wir haben bisher nach wie vor die falschen Energiequellen davon, wir haben nach wie vor die Systeme nicht im Platz, die dafür da sind. Aber das Denken, darum geht es mir, weniger um das konkrete Produkt an der Stelle. Dann werden wir auch die Produkte daraus entwickeln. Darf ich vielleicht noch eins machen? Es gibt ja eine große Kampagne, Wärmedämmung durchzuführen. Und jeder sagt, es ist doch toll, wenn wir Energie sparen beim Heizen. Das Problem ist nur, wenn wir die falschen Dämmmaterialien nutzen, und das haben wir ja gehabt, jetzt die Diskussion um Styropor bzw. die Materialien, die dann zur Dämmung genutzt werden, sind die so schädlich, dass das ganze Haus Sondermüll wird und auch schimmelig wird, weil das eben nicht so konstruiert ist, dass das funktioniert. Und da kann man sagen, wenn wir die regenerativen Energien einsetzen würden, wäre es viel besser, die regenerative Energien zur Heizung des alten Hauses zu nutzen, ohne dass es gedämmt ist. Und das würde man natürlich erstmal als Verschwendung betrachten. Aber mit regenerativer Energie, mit Sonnenwärme, ist es eigentlich besser, als eben diese schädlichen Stoffe und dann hinterher das Haus abreißen zu müssen, weil es schimmelig ist. Wir haben in Hamburg haben wir eine Bauausstellung gehabt. Ich wette, oder viele sagen das, dass 20% etwa der Häuser, die dort gebaut worden sind, in 20 Jahren abgerissen werden müssen, weil sie schimmelig sind, weil sie eben nicht so konstruiert sind, dass man tatsächlich die Wärme optimal nutzt. Nur das ist damit gemeint. Sie reden praktisch von einem Mindset in unserer Denke. D'accord, gehe ich mit. Was Sie dabei nebenbei auslösen, ist eine Bestätigung, dass ich darf verschwenden, so wie ich es heute tue, bloß in einer anderen Form. Das ist das, was ich so wahrnehme, was bei Menschen ankommt, wenn ich diese Argumentation von Ihnen höre. Und in der Wirklichkeit, was Sie mir jetzt bestätigt haben, reden wir von einer fernen Vision, wo alle Energie regenerativ erzeugt wird, um solche Dinge machen zu können. Also d'accord, wir müssen uns ändern, aber wir kommen ohne ein Zurück zu weniger meines Erachtens nicht aus, weil auch praktisch alle Produkte von Ihnen, wenn man sie detailliert betrachtet, nicht verschwendet werden dürfen, weil sie vom Energieverbrauch her nicht in Ordnung sind, weil sie vom Recyclingfaktor nicht in Ordnung sind und so weiter. Also Sie machen etwas, Sie kritisieren hier die Situation, dass gesagt wird, wir sollen nicht weniger schädlich sein, aber alle Produkte, die in Ihrer Datenbank drin sind, sind nichts anderes als weniger schädlich und nur in einzelnen Punkten positiv. Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das Papier als Beispiel, und dafür gibt es inzwischen etwa allein 2600 Papierprodukte, ist so, dass es für die Biosphäre geeignet ist. Das war nicht meine Aussage. Sie müssen den Gesamtprozess betrachten. Ja, auch den Gesamtprozess dazu, weil Sie müssen doch fragen, also das ist so, wie wenn Sie jetzt rausgehen und sagen, der Michael Braungart sagt, ich solle Aufzug fahren, ja, davon anstatt Treppe steigen, ja. Also das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir haben eine Landwirtschaft, die bedeutet, dass sie so viel Energie verschwendet, sozusagen an der Stelle, dass sie 10 Kalorien Energie einsetzt für eine Kalorie Ernährung. Die Botschaft ist zu sagen, wir brauchen eine andere Landwirtschaft, die gartengebunden ist. Wenn Sie wollen, können Sie immer alles daraus nehmen und eine böswillige Interpretation daraus machen, um das Bestehende stabilisieren zu wollen. Das können die Leute natürlich machen, aber ich meine, dann sagen Sie auch lieber Knödel to Knödel und nicht Cradle to Cradle, das ist auch okay. Nur verstehen Sie, einen Vorwand kann ich immer dafür suchen, etwas nicht ändern zu wollen. Das ist nicht meine Aussage, Entschuldigung. Ich möchte ändern. Es soll geändert werden, wir müssen aber zurück. Sie
Also können wir gern diskutieren. Wir können das gerne nachher auch weiterführen dazu, auf jeden Fall. Aber ich möchte ich habe die Spitzfindigkeit schon verstanden. Es ist schon natürlich richtig. Ich sage, selbstverständlich werfe ich den Stein jetzt mal weiter und ich sage mal, wo die Richtung ist. Nur wenn ich von hier aus auf dem Weg nach München bin, dann hilft es mir nicht, effizient nach Würzburg zu gehen. Das versuche ich Ihnen zu sagen. Das heißt, wenn Sie dann weniger nur machen und nur ein bisschen langsamer in Würzburg ankommen, weil Sie sagen, wir müssen ja nur bescheidener und weniger sein, dann sage ich, das hilft Ihnen gar nichts, das hält Sie nur beschäftigt. Wir müssen endlich mal die Richtung ändern. Das ist das, was ich sage. Sie interpretieren mich jetzt so, dass ich nur das eine will. Das will ich nicht. Ich will beides. Also Sie kommen mit dafür, einer einzelnen die Leute Position. Jetzt alle SUVs kaufen. Das ist eben gerade nicht der Fall. Ja? Sondern das, was sozusagen ich am Anfang erklärt habe, dass ja die Sharing Economy gerade schon sich auf den Weg gemacht hat und deswegen das Denken schon ein bisschen anders ist als vor 20 Jahren, wo wir vielleicht ein bisschen zu früh waren, dass das auch dazu führen kann, dass wir eben nur den Service verkaufen und nicht das Produkt. Ja? Und das ist ja schon ein wesentlicher Schritt. Und natürlich müssen Firmen auch erstmal anfangen. Und ich weiß, dass es immer Kritik gibt, wenn die Firmen nicht 100% ihrer Produkte schon geändert haben. Haben wir gerade erst wieder, also ich weiß nicht, ob hier jemand vom BUND ist, der dann kritisiert, dass C&A jetzt Cradle-to-Cradle-T-Shirts anbietet. Ich finde es toll, dass die erstmal mit T-Shirts anfangen und sie das innerhalb von 2 Jahren auch entwickelt haben, weil das nicht nur für die Menschen, die die T-Shirts kaufen, gut ist, sondern auch für die Leute, die herstellen. Weil der Arbeitsprozess eben dadurch eben weniger giftig und aufwendig und sonst was ist. Und natürlich kann man nicht sagen, wenn man ein Sortiment hat, in 2 Jahren haben wir das ganze Sortiment geändert, sondern es ist ein Start. Und ich würde immer die Leute, die sozusagen Promotoren sind, erstmal loben und sagen, toll, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Es gibt andere wie H&M, die reden schon ewig drüber und haben noch nichts gemacht und noch kein Produkt angeboten, ja. Und dann zu kritisieren, ja, wir wollen doch keine T-Shirts, die kompostierbar sind. Das kompostierbar ist ein Synonym dafür, dass sie gesund und umweltverträglich sind, ja, dass man sie überall in jedem Prozess wieder einsetzen kann, dass sie auch notfalls eben wenn sie irgendwo liegen bleiben, keinen Schaden anrichten und, ja, also das ist manchmal. Sie sagen nur Dinge, die ich nicht in Frage stelle. Ja, Sie sind auf meine Argumentation des Nicht-Verschwenden-Dürfens eigentlich kaum eingegangen, sondern Also ich muss sagen, ich bin auch mit dem Zug hierher gefahren, obwohl der Zug nur weniger schlecht ist. Natürlich, Sie können natürlich daraus sagen, Herr Braungart, warum bist du hierher gekommen, obwohl du doch mal mit dem Zug fahren musstest dafür. Hätten wir nur eine Videokonferenz dann würde ich natürlich machen sagen, die Videokonferenz wäre auch wieder nur ein bisschen weniger schlecht sozusagen. Was ich versuche, ist ja genau das Gegenteil zu sagen. Versuchen Sie nicht perfekt zu sein, sondern bestimmen Sie das Ziel und machen sich auf den Weg. Ja? Darum eben Effektivität und nicht Effizienz. Und darum eben zu sagen, wo will ich denn sein? Und dann werde ich alle Dinge umsetzen können, weil wir haben den Vorteil, dass die Erde halt einen Überschuss an Energieeintrag hat. Ja, darum sage ich, wir brauchen aber eine andere Landwirtschaft, die tatsächlich vor allem den Boden wiederherstellt und aufbaut. Dann kann ich eine Großzügigkeit mir erlauben, dann ist jeder landwirtschaftliche Prozess kohlenstoffpositiv. Ja, das Denken dazu zu ändern. Sie haben mir die Realität völlig klar dazu. In der Tat sind wir in einer Welt, meine Brille ist nicht Cradle to Cradle, kann ich Ihnen versichern. Wenn ich warten würde, bis ich dann tatsächlich perfekt bin, würde ich ja nichts tun, sondern ich mache mich auf den Weg davon. Und natürlich haben Sie recht, der Ist-Zustand ist nach wie vor nicht so. Bloß wenn ich jetzt sage, du musst dafür 10% schlechter sein, ja, bleib in Hamburg, weil dann hast du 10% weniger CO2 verursacht, wie wenn du mit dem Zug gefahren bist. Dann habe ich dieses Problem, dass ich nie etwas ändere, sondern nur dann recht gehabt habe. Also ich fand die Funk sinnvoll. Jetzt hört das Mikrofon langsam auf, aber jetzt ist es wieder da. Ich fand das sinnvoll, denn das Stichwort der dann erlaubten Verschwendung kann ja das Bedenken auslösen, dass man die Zügel sozusagen zu früh freigibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit dahinter steckt. Das muss man diskutieren. Die nächste Wortmeldung war hier. Ja, das war auch der Grund, warum ich dazwischen geredet habe, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht zu einem Zweiergespräch führt, wenn ich jetzt 2 Ausführungen mache. Greenpeace ist ja dafür bekannt, dass es Kampagnen leitet und sich bestimmte Firmen vorknöpft, die dann, weil sie so unter Beschuss stehen, weich werden. Ich finde Geschichte, dass man sagt, oder die Aussage, da müsste man einzelner 7-mal hingehen, damit es auch ein Ergebnis gibt. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Man kann sich vorstellen, was eine Verkäuferin sagt, da kommt ein Spinner, der will jetzt das und das abgeben und so weiter. Ich finde den anderen Weg
über die großen Konzerne zu gehen und die in die Öffentlichkeit zu stellen, wie es Greenpeace macht, eine gute Geschichte. Und ich will zwei Firmen nennen, die ich da im Auge habe. Einmal DM, die sich ja als Trendsetter in bestimmten Gebieten erfolgreich aufzeigen und zum Beispiel auch diese Plastiktütenabschaffung und viele andere Dinge geschafft haben. Ich denke, sie sind auch noch kritisierbar und vielleicht auch offen dafür, dass man hier bestimmte Forderungen an sie stellt, weil die Befürchtung ist, dass sie in die Öffentlichkeit geraten könnten, weil sie zum Beispiel bestimmte Verpackungssituationen nicht wahrnehmen, die zu verändern sind. Also die könnten positiv beeinflusst werden, wenn da eine öffentliche Kampagne stattfindet. Und ich will ein anderes Beispiel nennen und dann bin ich fertig. Das ist diese Aldi-Geschichte, dass da unwahrscheinlich viel Müll dadurch produziert wird, dass sich Leute nach dem Motto dort Sachen kaufen, das habe ich noch nicht, das kann ich mir auf Lager setzen und das ist jetzt ja so wunderbar billig und das führt dazu, dass man es nach 10 Jahren wegschmeißt oder nach 5 oder 3. Ich finde, auch so ein Unternehmen gehört ganz scharf Aldi und Lidl und ähnliche kritisiert. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil es günstig ist. Aber da müssen wir dann ganz konkret selber reagieren. Also ich will schon übrigens auf das nochmal beide eingehen dazu. Ich bin schon dafür, dass wir einen bescheideneren Lebensstil haben. Aber nicht deshalb, weil es uns jemand vorschreibt, dass wir an dem Tag zum Beispiel das nur essen dürfen oder dass es nur das gibt. Ich bin dafür, dass es erstmal allen anderen auch gut geht. Aber darum ist das Erste, die Menschen zu feiern. Verstehen Sie? Wir haben 8 Beschäftigte aus Israel bei uns im Institut und ich kann mit denen über alles reden, aber sobald ich über Palästina rede, davon versteinert sich ihr Gesicht und ich kann nichts mit ihnen reden, überhaupt nicht, weil wenn sie ins Restaurant gehen und nicht wissen, ob sie da wieder gesund rauskommen, wenn sie in den Bus steigen, nicht wissen, ob sie was dieser Rucksack dort ist, ja, wenn man den Menschen ihre Existenz abspricht, und das ist das, was die Umweltbewegung in vielen Teilen halt gemacht hat. Der Club of Rome, der jetzt hingeht und sagt, man müsste einer Frau, die nur ein Kind hat, 50.000 Euro bezahlen, weil sie ja damit die Welt entlastet hätte. Wenn sie das tun dazu, dann schaffen sie eine Kultur der Raffgier, weil sie sagen, naja, bevor du es nimmst, schnappe ich mir es lieber. Ja? Aber ich will eine Kultur der Großzügigkeit, wo man sich freut, dass dem anderen auch gut geht. Und dann komme ich von mir aus gesehen zum bescheideneren Lebensstil, weil ich mich freue, dass dem anderen auch gut geht. Aber nicht, weil es mir jemand vorschreibt, weil ich sage, du musst es erst vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren etc. gesehen. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, dann sind wir ziemlich auf der gleichen Wellenlänge dabei. Also mein Mann kauft immer gebrauchte Hosen irgendwo im Secondhand, nur dass sie es wissen. Also damit, weil er eben genau diese ganze Wegwerfgesellschaft nicht will. Und wir fahren natürlich auch vorwiegend mit dem Zug und wir haben ein Gasauto, was wir ganz wenig nutzen. Das haben wir 4 Jahre jetzt und 50.000 Kilometer gefahren. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, weil man auf dem Lande natürlich manchmal auch sowas braucht. Also ich stimme Ihnen zu im Prinzip, aber ich glaube, diese Denkstruktur muss sich einfach ändern. Ja, wir kommen zeitlich langsam ans Ende, aber ja. Moment. Sie haben das Mikrofon doch noch gar nicht. Ich arbeite im Krankenhaus und da werden zum Beispiel unheimlich viele Einmalhandschuhe verbraucht. Und da ist meine Frage jetzt, gäbe es das, also Einmalhandschuhe, die recycelbar sind? Also weil das wäre ja ein ganz guter Ansatz, ganz viele Materialien, also es ist ein Müll ohne Ende. Und gibt es sowas überhaupt? Also ganz konkret, es gibt die 2 Klinikkonzerne für den privaten, eine private und ein öffentlicher, das ist die Vivantes und das ist Helios und die arbeiten beide daran, Cradle to Cradle umzusetzen in den Kliniken selber. Davon, damit in der Tat nur Dinge, die verschleißen oder die kontaminiert werden, sollte ich nicht für denselben Zweck wieder einsetzen. Ja, das ist einfach so. In den USA sozusagen noch drastischer. Die Amerikaner haben 5-mal mehr Einwegprodukte als wir Europäer. Und ich glaube, es liegt an ihrer Sexualmoral. Das näher auszuerklären, ist vielleicht schwierig, da sind sie noch zu jung dafür. Aber die nennen ihre Rohstoffe ja nicht Rohstoffe, sondern jungfräuliche Materialien, Virgin Materials. Ja. Und ohne Details zu geben, wie gesagt, da sind sie noch zu jung, eine Jungfrau, egal ob Mann oder Frau, kann ich nicht recyceln. Ja. Das heißt, die Amerikaner können nichts anfassen, was jemand anders schon angefasst hat. Ja,
Das heißt, in der Tat gibt es sozusagen dort kulturelle Dinge. Bloß wir können durchaus lernen, aus von im religiösen Kontext gibt es ja, wenn etwas angefasst wurde, dann muss es von dem Heiligen kommen. Ja? Und das kann man dann schon einsetzen. Also wie diese Einweghandschuhe davon, da gibt es die Firma Marigold in der Nähe von Paris davon, die macht die Einweghandschuhe von vornherein so, dass sie als nächstes für Schuhsohlen verwendet werden können. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen es dann noch das Benutzte mit etwas verbinde, verstehen Sie, der Otto Normalverbraucher heißt auf Englisch so zur Schulung sozusagen Joe Sixpack. Ja. Das ist der mit dem Sixpack Bierdosen oder Cola-Dosen rumläuft dazu. Ich will nicht von dem Schweiß von Joe Sixpack in irgendwelchen Kleidern drin haben. Ja. Aber nehmen Sie zum Beispiel Dirk Nowitzki hier aus Würzburg davon, wenn Sie in 200.000 Paar recycelte Turnschuhe und dann ein Paar Dirk Nowitzki reinpacken, dann sind von dem modernen Heiligen, ja, Dirk Nowitzki, dem Sportstar, sind dann 20.000 Moleküle des heiligen Schweißes von Dirk Nowitzki drin. Ja? Ja, dann gehöre ich plötzlich dazu. Dann ist das benutzt werden plötzlich was Gutes. Was ich Ihnen damit sagen will, wir brauchen nicht nur den einzelnen Beispiel, sondern wir müssen das Ganze denken und es braucht ein anderes Kommunikationssystem, damit auch eine andere Vermarktung. Ja, im Moment zahlt die Firma Puma einem gedopten Sportler aus Jamaika 30 Millionen Dollar, bloß damit er dieses Zeug trägt und sagt, nimm es nicht so schlimm, dein Produkt ist teuer und es wird hässlich, aber der Heilige trägt es auch dazu. Ja? Was für eine absurde Marktmöglichkeit. Wir können hingehen und können diese Schuhe so machen, davon, dass wir von vornherein den Leuten nur, und darum eben intelligente Verschwendung, von vornherein den Leuten nur Fußtransportverpackungsversicherung verkaufen. Dann können wir die besten Materialien nehmen, nicht den billigsten Dreck. Weil mit den Materialien können wir dann wieder was anderes einfangen, in einen anderen Bereich davon. Im Moment gibt es einen Streik in Vietnam, weil die Frauen dort, die arbeiten, anstatt 48 Dollar, 52 Dollar haben wollen, pro Monat. Ja? Weil die Vermarktung, den Kunden zu beleidigen und sagen, bitte komm wieder, ja, probieren Sie es bei Ihrem Mann aus, schlagen Sie ihn nieder und dann sagen, bitte nehmen Sie es nicht übel, beim dritten Mal haut er ab. Ja? Also sozusagen, ja, oder umgekehrt leider ja auch. Das heißt, den Kunden zu beleidigen, um ihn dann wieder zurückzuholen, ist eine ziemlich absurde Weise. Darum muss ich mir das Ganze angucken und sagen, wo kann ich dieses Material wieder sinnvoll einsetzen? Aber ich möchte es nicht wieder in Handschuhen haben im Gesundheitsbereich. Ja? Einfach auch, weil ich es nicht mehr will. Ich will auch ein Toilettenpapier nicht beidseitig nutzen oder sowas, verstehen Sie? Das heißt, es gibt manche Dinge, wo wir einfach aus Kultur und Zivilisation sagen, darum ist aber das Material so zu entwickeln, dass es nachher als Schuhsohle sich eignet und in die Biosphäre zurückgeht. Davon, das können wir. Und wie gesagt, das können Sie bei Helios oder bei Vivantes sozusagen inzwischen auch sehen in der Umstellung davon. Vielleicht können Sie dort direkt zurückgehen, zum Beispiel in den Vorstand von Helios, das ist ein Herr Engel, und fragen Sie ihn noch direkt nach dazu. Davon, der ist für die Beschaffung dort zuständig. Ja, ja, ich habe, glaube ich, die letzten beiden Wortmeldungen schon gesehen. Ich kann länger dafür natürlich noch was sagen. Davon, aber dann sollen alle Fragen schon drankommen dazu. Guten Tag, hallo. Sie hatten vorhin im Vortrag dieses erste Bett für Innenräume vorgestellt und auch diesen speziellen Bürostuhl, den man so speziell auseinandernehmen kann. Ich habe mich mal kundig gemacht und gesehen, dass die Preise für diese Produkte extrem orbitant über dem liegen, was jetzt ein Gering- oder Mittelverdiener sich leisten kann. Also in meinen Augen entsteht da wieder eine Marktnische für halt so ein Milieu von gut oder besser verdienen oder Hochverdienenden, was halt das schwer macht, sich da umstellen können oder so. Das wäre jetzt meine Kritik. Das ist natürlich bei einigen Produkten sicherlich noch der Fall, wenn es noch kein Massenprodukt ist. Deswegen bin ich ja auch so froh über C&A und dem Cradle-to-Cradle-T-Shirt, weil da kriegen Sie für 7 Euro wirklich das, wo Sie das Material spüren. Also Sie merken einfach, dass es sich anders anspürt. Und was wir brauchen, ist natürlich große Firmen, die das aufgreifen und die dann eben das als Massenprodukt machen. Wir sind froh, wenn eben Massenfirmen auch diese Produkte dann eben aufgreifen und diese Entwicklung aufgreifen. Es kostet natürlich erstmal eine Entwicklung und Aubing ist natürlich erstmal eine Firma, die schon immer, sagen wir mal, so ein mittleres Segment bedient hat. Und das ist sicherlich die Problematik. Wer sind die Pioniere? Sind die Pioniere die, die erstmal sagen, ja, wir machen es einfach mal, weil wir es uns leisten können. Und wir brauchen dann den nächsten Schritt in den Massenmarkt. Also ich meine, Trigema hat auch die ersten T-Shirts gemacht. Die waren auch teurer als die jetzt von C&A.
Also wir brauchen einfach viele Firmen, die sagen, ja, wir wollen einfach die Zukunft mitgestalten, das ist Innovation. Und ich glaube, wir haben deshalb eine Chance, weil jetzt die vielen jungen Leute, die jetzt von den Unis kommen wollen, irgendwo mitarbeiten, wo es sinnvoll ist. Sie wollen keine Schweine sein und sie suchen sich die Firmen danach aus, ob sie was Sinnvolles machen. Auch das wird ein Anreiz für Firmen sein, sich zu ändern, weil sie sagen, wir kriegen sonst auch die qualifizierten Leute nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch eine Chance, dass wir da weiterkommen. Und auch wenn es bei C&A jetzt eben noch nicht die gesamte Kollektion, sondern erstmal nur die T-Shirts ist, ist das doch wirklich ein wichtiger Anfang im Massenmarkt. Gut, letzter Beitrag, Franz Kliebel. Danke. Im Prinzip in die gleiche Sparte wie mein Vorredner. Nur auch zu meinem Verständnis. Sie sagen, Sie verkaufen oder als Kunde kaufe ich 2 Jahre Fußtransportverpackung. Und weil ich nur 2 Jahre Nutzung im Prinzip kaufe, können Sie das Beste reinstecken, was an Materialien vorhanden ist. Das ist jetzt nur eine Kostenfrage. Wenn ich heute irgendwo in einen Supermarkt gehe oder in ein Schuhgeschäft gehe und mir dort für 50, 60 Euro ein paar Sportschuhe kaufe, dann habe ich die, je nachdem wie häufig ich sie nutze, klar vielleicht 2, 3, 4 Jahre. Wenn ich 2 Jahre aus den besten Materialien nutze, dann können die doch nicht billiger, sondern müssen teurer sein? Oder sind die deshalb billiger, weil das, was hinterher übrig bleibt, so wertvoll ist, dass ich es wieder weiterverwenden kann? Oder wie stelle ich mir das vor? Ich meine, wie stelle ich mir die Kosten vor? Und muss ich dann nach 2 Jahren mit den verbrauchten Schuhen wieder hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt für weitere 2 Jahre Transportversicherung nochmal 40 Euro zahlen? Also wir müssen das ganze System sehen. Also Sie haben vorher gesehen in dem Film, wir haben auch zum Beispiel mit Philips einen Fernseher entwickelt, der erste Fernseher für Innenräume. Ja. Dieser Fernseher enthält kein Indium zum Beispiel mehr, sondern er ersetzt das Indium durch einen völlig anderen Mechanismus davon. Und die Fertigung dieses Fernsehers ist nicht teurer als die eines anderen. Allerdings nennen die Philips-Leute dann diesen Fernseher Econova und hauen 20% mehr drauf, obwohl das gar nicht teurer ist. Weil sie sagen, naja, wir dürfen ja nicht sozusagen zeigen, dass es zum selben Preis auch anders geht. Und es ist ja noch viel dümmer davon, dieser Fernseher spart so viel Strom ein, also auch darauf natürlich hin, dass sie dem Kunden den eigentlich als gegen eine Schutzgebühr abgeben könnten. Wissen Sie, Grundig ist hier zugrunde gegangen, weil derselbe Dreck natürlich woanders billiger zu machen ist. Ja, diesen Fernseher können Sie an abgeben davon, als Versicherung nur. Und Sie zahlen, können ihn allein über die Stromeinsparung finanzieren. Nach 8 Jahren finanziert er sich selber durch die Stromeinsparung von selber. Das heißt, aber stattdessen nennen ihn Econova und machen ihn teurer. Und ich will nicht immer an den Weltuntergang erinnert werden, nur weil ich gerade den Tatort angucke oder sowas, verstehen Sie? Das ist albern. Und in der gleichen Woche, wie wir diesen Fernseher vorstellen, verkauft Philips die Fertigung an ein chinesisches Konsortium, die gar nicht wissen, wie wertvoll eigentlich dieser Fernseher wirklich ist. Unsere Teppichböden, die wir machen, weil was wir am Anfang positiv planen, davon sind 20% billiger zu fertigen. Trotzdem kommt der Hersteller hin und sagt, oh, das ist ein Ökoprodukt, denn er schlägt 10% drauf. Das heißt, er macht eine Umsatzrendite von über 30% auf normale Teppichböden. Und das ist albern, das ist eine raffgierige kapitalistische Missbrauchwirtschaft sozusagen. Anstatt zu sagen, hey, wir machen jetzt 10% billiger und haben trotzdem noch ein hochprofitables Produkt. Eine Miele-Waschmaschine enthält 150 billige Kunststoffe. Davon, wenn ich hingehe und die Kunststoffe positiv definiere, dann kann ich eine Waschmaschine mit 5 Kunststoffen machen. Davon, und diese sind nachher was wert. Nur dann hilft mir nicht die Langlebigkeit, sondern die definierte Nutzungszeit. Die Innovation einer Waschmaschine, dazu sind 8 Jahre. Dann kann ich sie zurückkriegen nach 8 Jahren, weil ich nur die Versicherung verkaufe praktisch und kann dann viel bessere Waschgänge Komponenten verkaufe, ne? Einsetzen. Waschgänge also verkaufe. 3000 Mal waschen, also 5, ein Zähler mit 5000 Punkten, 90 Grad sind 3 Punkte, 60, 2, 30, 1. Dann waschen die Leute bei niedriger Temperatur und sie füllen die Waschmaschine auch voll davon. Die Waschmaschine ist günstiger und auf die Schuhe betrachtet. Das jetzige Marketing bedeutet, dass ich den Kunden praktisch beleidigen muss, weil der Schuh hässlich wird und dann muss ich ihn zurückholen. Darum kostet die Herstellung eines Schuhs kostet 8 Euro. Ja? Aber die Vermarktung und die Sponsoring von irgendwelchen Bayern München oder sonst wo Sportstars, ja? Allein Adidas zahlt 60 Millionen Euro, damit diese hochbezahlten Profis noch ein bisschen mehr kriegen dabei. 60 Millionen im Jahr, ja? Für das Marketing. Dieses Geld könnte ich nehmen, wenn ich den Kunden nur eine Versicherung verkaufe und sage, du hast immer die besten und schönsten Materialien und die sind so wertvoll,
das Geld spare ich bei dem, dass ich das Marketing mir dafür sparen muss, den Kunden erst zu beleidigen und wieder zurückzuholen. Und die Materialien sind dann so wertvoll, weil sie geeignet sind, dass es wert ist, die zurückzuhaben und wieder was mit anzufangen. Dafür brauche ich aber eine definierte Nutzungszeit. Denn wenn ich eine Langlebigkeit habe, wobei das eine Absurdität ist, die Leute reden von langlebigen Produkten, von einer Cola-Dose oder sowas, die lebt doch gar nicht. Ja? Sondern ich, ja, und das ist eine Respektlosigkeit gegenüber tatsächlichem Leben. Wenn ich aber die Nutzung nur verkaufe davon, dann kann ich die besseren Materialien einsetzen. Und das ist in der Tat wesentlich günstiger. Also das Problem ist, glaube ich, das, was ich vorhin gesagt habe, dass im Moment Marketing, Design und Verfahrenstechnik einfach unterschiedlich bearbeitet werden. Ja? Der eine kriegt Geld, damit er ein Produkt entwickelt, der andere soll ein schönes Design machen und der dritte macht das Marketing. Und wenn die zusammenarbeiten würden, würde natürlich die Preiswertheit der Produktherstellung sich auch in dem Preis wieder niederschlagen. Also das ist ja nicht so, als wenn es zwangsläufig teuer sein muss. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Das habe ich ja versucht, an diesem CD-Duschgel nochmal deutlich zu machen. Wenn man einfach die Lagerung und die vielfältigen Materialien und die Entsorgungskosten für unterschiedliche Materialien betrachtet, dann ist das eben eigentlich wesentlich teurer, wenn man mehr hat, selbst wenn die Einzelchemikalien billiger sind. Wenn man weniger einsetzt und weniger macht, dann ist es eben eigentlich günstiger. Und dann dafür müssen eben Marketing, Design und Engineering zusammenarbeiten. Und das ist auch der Denkwandel, den wir in den Unternehmen brauchen. Das ist das Komplizierte. Also wie gesagt, meine Ingenieure, die ich da an der TU Harburg unterrichte, die haben nie eigentlich über gesellschaftliche Prozesse nachgedacht. Die denken im Engineering nach. Und für die ist das ganz neu, überhaupt über solche Sachen nachzudenken. Und dafür brauchen wir eben ganz viele Menschen, die da mitmachen, die das verbreiten. Also diesen gesellschaftlichen Wandel, die Denkschule sozusagen ändern. Das ist der entscheidende Punkt. Und das muss nicht teurer sein. Die Materialien per se sind nicht teurer, weil es weniger sind. Ja? Ja, ich denke, wir sollten zu Ende kommen. Ist es wichtig? Es ist wichtig. Das habe ich mir doch gedacht. Ah, danke. Und zwar, eigentlich ist es doch egal, ob ich hier 20% einspare und wieder 10% draufhaue. Wenn ich das vom Ziel her denke, also wenn der dieses Produkt trotzdem verkauft, dann haben wir ja beide ihr Ziel erreicht. Das heißt, der eine verdient Geld und sie haben ihre Idee sozusagen auf die Straße gebracht. Weswegen wir die Welt retten, ist letztlich wurscht. Wenn einer Geld dran verdient und wenn einer die Religion hat, ist es eigentlich egal. Der Punkt ist, sind denn die 10% tatsächlich kritisch? Ich meine, wir alle gehen in den Bioladen und geben ja für eine Kartoffel auch mehr Geld aus. Könnte das nicht funktionieren? Es muss ja jetzt nicht so ein horrender Preis wie bei einem Bett sein, aber das ist ja auch kein Massenprodukt. Aber wenn ich so eine Idee in so einen Massenmarkt reinkriege, ob ich da 10% für so ein echtes Bio-Zertifikat mehr zahle, ich denke schon, dass das funktionieren könnte. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, wie verkaufe ich das dem Vertriebler in dem Unternehmen sozusagen, wie verkaufe ich dem meine Idee, damit der seine geldverdienende Idee da wiederfindet? Also Sie können ja auch Produkte kaufen heute schon, also ob es Froschreinigungsmittel sind oder eben die C&A-T-Shirts, also es ist ja nicht zwangsläufig so, dass jedes Produkt teurer ist, jetzt mal das Bett oder so ausgenommen, aber da müssen wir einfach mal einen Hersteller finden, der eben auch in diesen Massenmarkt reingeht, das ist das Punkt und das ist eigentlich jetzt die Aufgabe zu sagen, es gibt Pionierunternehmen, die haben was entwickelt. Was wir brauchen, ist, dass die Sachen multipliziert werden. Das heißt, dass andere Firmen sagen, wir wollen es auch machen. Genau wie bei dem Papier und den Farben, wo eben diese Multiplikation jetzt erfolgen muss. Also eigentlich müssen wir jetzt aktiv auf Firmen zugehen und sagen, sag mal, willst du nicht? Da gibt es das, könntest du nicht auch mal in diesen Massenprodukt reinziehen? Und wenn C&A das kann, dann kann das andere Leute auch. Also ich muss sagen, so eine Matratze mit Federkern, wie die Auping-Leute, die halt machen und wo wir jede Zutat raussuchen, hat tatsächlich halt einen Preis. Trotzdem, wenn Sie es umrechnen davon, ich schlafe da so tief auf dieser Matratze, dass ich nur 4 Stunden Schlaf brauche. Ich schlafe da völlig weg davon. Das heißt, es ist einfach verrückt, welchen Erholungswert das einfach hat. Und natürlich, ich brauche trotzdem 7, auch obwohl ich da sehr gut drauf schlafe. Aber es ist wirklich, die Qualität des Schlafens ist schon was anderes, muss man einfach sagen, wenn man diese Materialien drin hat. Ein paar Dinge, die einem vielleicht auch was wert sein sollten dazu. Trotzdem erreichen Sie selbstverständlich was dazu, wenn Sie zu IKEA hingehen und sagen, macht das doch bitte auch. Ja? Davon, ihr habt zuerst mal die Machbarkeit gezeigt mit einem mittelständischen Hersteller, der 300 Millionen umsetzt und natürlich dann unter holländischen Kostenbedingungen sozusagen halt Qualitätsbetten herstellt. Damit haben wir die Machbarkeit gezeigt. Die Vervielfältigung kann natürlich dann von IKEA stattfinden.
Ja, zuerst zeige ich nochmal, dass es funktioniert. Und an dem Punkt davon ist es klar, wie wir vor 12 Jahren für Trigema zuerst mal die kompostierbaren T-Shirts gemacht haben. Jetzt sind sie für den Massenmarkt verfügbar. Das ist Bio-Baumwolle und die Leute haben tatsächlich, sie können entlang der Kette transparent nachgucken, wirklich ein sichere Arbeitsbedingungen davon. Die stehen nicht in der giftigen Brühe davon. Die können das in Indien fertigen und sie haben wirklich ein Auskommen, das weit höher ist als das, was irgendwo Mindestlohn in Indien ist, weil sie natürlich am Arbeitsschutz und an allen möglichen Dingen einsparen können. Sie brauchen keine Kläranlage dahinter, weil das die Intelligenz am Anfang drin ist. Das heißt, die Fertigung wird dadurch günstiger. Aber wenn wir es mit Trigema nicht zuerst gemacht hätten dazu, dann hätte es halt nie gegeben, weil die Leute dann ja halt erstmal die Machbarkeit mit denen gezeigt haben dazu in der Umsetzung. Meine Damen und Herren, ja, das ist jetzt aber wirklich die letzte. Ja, hallo, also ich hätte mal eine Frage und zwar bis jetzt ist ja der Ansatzpunkt der, ich nehme irgendwelche Firmen, die normalerweise Produkte herstellen, deklariere den normalen Verkauf, so wie er heute ist, um in den Erwerb einer Dienstleistung. Und das funktioniert, glaube ich, auch bei den meisten Produkten ganz gut. Aber wie würde das dann funktionieren bei den ganz, ganz großen Firmen, jetzt meinetwegen Pharmazie oder Chemieindustrie, die ja letzten Endes nur irgendwelche Ausgangsmaterialien für das Weitere bilden. Und da ja durchaus bei Pharmazie oder was wir auch alle ja direkt Konsumenten sind. Jetzt bringen die ja, und das ist ja mehr oder weniger die Sache, um die es geht, diese Eigenverantwortung über die chemischen Substanzen zu übernehmen, die man herstellt und in die Umwelt bringt. Sei es jetzt direkt oder indirekt oder übers Krankenhaus oder über die Arzt, oder über den Arzt mitvermittelt. Letzten Endes bleibt ja der Erzeuger von dem Produkt, und das ist ja der Ansatz, den Sie ja bewusst wählen, wenn Sie ein Verkaufsobjekt durch diesen Service Objekt dann austauschen. Den Weg gehen Sie ja ganz bewusst da. Aber wie ist es eben mit der chemischen Industrie oder der Pharmaindustrie, die ja definitiv Produkte auch immer herstellen werden, die ich irgendwie im Nachhinein durch Kläranlagen oder weiß der Geier was wieder unschädlich mache? Weil letzten Endes sind die ja verantwortlich für die Erzeugung dieser Produkte, aber müssen in keinster Art und Weise dafür Rechenschaft ablegen. Ich glaube, rein rechtlich ist es ja so, indem ich jetzt ein Medikament konsumiere und es danach wieder ausscheide, bin ich dann auf einmal der Produzent von dieser Sache. Aber das stimmt ja gar nicht. Gibt es da schon irgendwelche Ansätze, wie jetzt Cradle to Cradle oder dieses Prinzip in diesem Zusammenhang da funktionieren könnte oder Aufhängepunkt wäre? Es gibt im Moment keine einzige Probe an Grundwasser noch irgendwo, was nicht Schmerzmittel wie Voltaren enthält, was nicht Schmerzmittel wie Isoprofen enthält, was nicht Rückstände von Antibabypillen enthält. Kein Grundwasser nirgendwo mehr. Und in der Tat, die Arzneimittelzulassung ist davon nicht abhängig, ob das Zeug nachher in der Natur irgendwo landet oder nicht. Das wird sich im Moment ändern. Es hat da gerade im Bundestag dazu eine Anhörung gegeben, dass Arzneimittelzulassung tatsächlich davon abhängig ist, dass das Zeug tatsächlich in der Kläranlage zerstört wird und abgebaut wird. Was es als Übergang gäbe davon und was auch notwendig ist, allein auch wegen Krankheitskeimen, die Resistenzen entwickeln, ist zu sagen, wir brauchen Kläranlagen, die Membranfiltration am Schluss haben für die Biosphäre. Dann kann ich auch den Phosphor so abtrennen, dass er Pflanzen verfügbar ist, in die jetzige Klärschlamm als Eisenphosphat gefällt oder Aluminiumphosphat gefällt, ist aufs Feld völlig unsinnig, weil das gar nicht pflanzenverfügbar ist, das Material, und dann auch die ganzen Abriebe von Textilien und sonst was mit auch dabei sind. Das, was ich den Austern finde, ist ein Drittel Plastik, was sich abbaut aus dem Meer, ein Drittel Mikroplastik, was in allen möglichen Dingen verwendet wird, und ein Drittel Textilabrieb etwa. Und auch darum brauche ich am Schluss tatsächlich eine Membranfiltration, dass ich nur dieses Material aus der Kläranlage herauslasse, was wirklich als Mineral da ist. Dann baut sich der Klärschlamm als solches auch ab und dann bauen sich auch Medikamente dabei ab. Und es gibt genügend Beispiele davon, wie man das zeigen kann. Konkret dazu, der Erftkreis hat zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen für 80.000 Einwohner eine Anlage gemacht, wo man jetzt mehrere Jahre überprüfen kann. Dann habe ich auch nicht den Klärschlamm am Schluss dazu. Aber in der Tat habe ich Dinge, die sich abreiben, die sich verschleißen durch ihre Anwendung und ins Wasser, in andere Bereiche kommen. Also Kläranlagen werden dafür notwendig sein. Und in der Tat müssen in Zukunft Arzneimittel so konstruiert sein, dass sie in der Tat in der Biosphäre sich abbauen davon. Sonst geht es nicht. Und das gilt aber allgemein. Ich meine, ich untersuche jetzt seit 28 Jahren Muttermilchproben
Es gibt keine einzige Muttermilchprobe, die ich als Trinkmilch vermarkten dürfte. Wir finden über 2.500 Chemikalien drin und die Grenzwerte werden teilweise das zighundertfache überschritten. Davon trotzdem für alle, die sich noch Kinder zulegen wollen oder für Enkel, Kinder sonst wo, davon, ich kann nur empfehlen, Kinder zu haben, das kann man wirklich ganz einfach sagen. Es gibt nichts Schöneres, als Kinder zu haben und warten sie nicht zu lange davon, bis sie wirklich Mr. oder Mrs. Perfect gefunden haben. So toll sind sie auch nicht selber. Das heißt, es ist aber natürlich auch besser, davon ein Baby zu stillen, trotzdem, trotz dieser Chemikalien, weil die Mutter kann sich dabei entgiften. Also sie verlieren pro Baby mindestens ein Drittel der Schaden. Kann ich bestätigen. Ich habe bei allen drei Kindern Muttermilchuntersuchungen gemacht und beim ersten war noch alles drin und bei dem dritten nicht mehr. Aber korrekt, das ist wieder eine dieser Bemerkungen, die man eigentlich im Wissenschaftsstandort Deutschland so nicht machen darf, eigentlich dazu. Aber um es wissenschaftlich korrekt zu erklären, die Leber und die Nieren des Babys funktionieren zunächst nicht. Die bauen sich erst auf über Monate. Das heißt, der ganze Dreck, den wir in Muttermilch dann haben, davon rauscht durch dazu, er wird nicht verstoffwechselt. Aber so ab 9 Monaten spätestens ist die Leber und Nieren voll funktionsfähig. Und dann ist es problematisch. Dann ist es wirklich Chemical Harassment sozusagen. Ja? Das heißt, das Baby hat nach dem Dreck ja nicht gefragt. Davon. Für Männer gibt es übrigens keine vergleichbaren Entgiftungsmöglichkeiten. Aber was ich Ihnen damit sagen will, ist, wenn Sie nur hingehen mal, ganz allgemein, um das Denken zu ändern, ja, nicht, das dauert einfach, wenn Sie sagen, wir möchten nur Gebäude in Nürnberg sehen, die für Muttermilch geeignet sind, etwa 1.100 Chemikalien kommen aus dem Baubereich, die ich nachher in Muttermilch wiederfinde. Und wir wollen uns ein öffentliches Bauen so machen, dass es für Muttermilch geeignet ist. Hört sich zunächst komisch an, aber sobald Sie darüber nachdenken, verstehen Sie, dass Sie elementar etwas ändern, weil Nürnberg muss Gebäude bauen und die müssen gesund sein, sonst sind sie Sondermüllkippen. Und ich muss nicht nachweisen, ob der einzelne Schadstoff wirklich giftig ist für das Baby. In Wechselwirkung weiß ich das sowieso nicht. Das Baby hat nach dem Dreck nicht gefragt. Wenn Sie das machen, ändern Sie das Denken. Und wir sind heute hier da, so ein bisschen weiter zu denken, kontrovers zu denken. Und ich gebe zu, vieles ist noch nicht ganz ausgegoren dazu, das ist auch richtig davon. Aber das Denken zu ändern, und darum ist natürlich das, was Sie hier machen, im humanistischen Salon, mit den Leuten, die hier diese Arbeit hier machen, davon ist einfach wichtig. Der Dialog ist wichtig, das Austauschen ist wichtig. Und darum danken wir ganz herzlich für die Einladung hierher davon. Und es sollte auch nur ein Anstoß sein. Also wir haben für alles noch keine perfekte Antwort. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gemerkt, manche Diskussionen kann man nicht erschöpfen, aber man kann sie abbrechen und Das tun wir jetzt. Am Ende steht ein dreifacher Dank zunächst an unseren Andreas Weimann, der heute wieder mitgefilmt hat. Es gibt ja einen Cortices YouTube-Kanal und da wird man dann die Veranstaltung nach einiger Zeit finden. Mein zweiter Dank geht an Sie alle für das eifrige Interesse und die Beiträge, die Wortmeldungen, gerade auch die kritischen, die Diskussion immer einen Schritt voranbringen. Vielen Dank und mein dritter Dank selbstverständlich an Monika Griefahn und Michael Braungart.